Moin, hier ist Chris, Victoria Paterspiele und heute mit Verstärkung Mirko. Hi. Langjähriger Spielekollege, viel gemacht zusammen. Mhm. Unter anderem auch dieses hier des Öfteren und bei so einem Spiel dachte ich mir, hole ich mir auch Verstärkung dazu ganz gerne. Zum einen hast du es noch viel öfter gespielt als ich und zum anderen ist das ja schon eine ganz schöne Aufgabe, das hier zu rezensieren. Das stimmt. Und das haben wir uns jetzt tatsächlich vorgenommen, Twilight Imperium. Nur das Grundspiel zuerst, aber die Erweiterungen werden folgen. Das ist auf jeden Fall versprochen und fest geplant. Werden wir alles noch machen. Heute nur das Grundspiel. Nur das Grundspiel. Nur das Grundspiel. Nur das Grundspiel. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr es kennt vom Hörensagen oder auch vom Spielen. Es ist ja leider eins der Spiele, die man nicht so häufig auf den Tisch kriegt, weil sie doch eben ganz schön lange dauern und man eigentlich auch fürs ideale Spielerlebnis auch eine Menge Leute am Tisch haben sollte. Ja, am besten volle Spielerzahl. Und die sollten dann auch ja, so einen Tag und eine Nacht Zeit haben, um das Letzte rauszuholen aus dem Spiel. Ja, ansonsten gibt es vorher noch was dazu zu sagen. Es ist eigentlich so, das kann man vorwegnehmen, dass das große Science-Fiction-Ding. Das absolut. Ist so die Königsklasse, wenn es um epische Spiele geht. Es ist einfach, ja. Was das angeht, auch eins meiner Lieblingsspiele, muss ich sagen. Also das ist wirklich... Wenn das Ding auf den Tisch kommt, das ist ein Happening. Ne? Ja, es ist ein Event. Ein das ist wirklich, also man hat es im Kalender stehen, freut sich riesig drauf ja. Und ja, so ist es. Also, dann würde ich sagen, zeigen wir jetzt einfach mal, wie üblich, Komponenten, erklären so ein bisschen so die Grundregeln. Ich denke, eine komplette Erklärung jetzt hier bei Twilight Imperium ist schwierig, aber so einfach mal so die Basics und Grundmechaniken, dass man da so ein bisschen drauf kommt und dann sehen wir uns hier nachher wieder zur Rezension, beziehungsweise zum Fazit. Alles klar, dann mal los. Hier sehen wir ausgebreitet alles, was die Grundbox zu bieten hat. Wenn jetzt hier den Twilight Imperium Experten auffällt, das sind ein, zwei Tütchen, wir haben manche Sachen tatsächlich auch in Tütchen gelassen, dass da jetzt vielleicht so Sachen drin sind, die eben nicht in der Grundbox sind. Das liegt daran, dass das Spiel eigentlich im Grunde komplett sortiert ist mit allen Erweiterungen. Hinten bei den Tokens sieht man es und auch in den Tütchen sind die Mechanized Units mit drin. Und die Flagships. Und die Flagships sind mit drin. Von daher, das haben wir jetzt nicht komplett auseinandersortiert. Die Kartenstapel sind allerdings original. Die haben wir mühevoll auseinandersortiert. Von daher, das ist mit ganz wenigen Abstrichen das, was die Grundbox Twilight Imperium beinhaltet. Und wir gehen jetzt einfach die Komponenten mal durch. Ich fange hier gleich mal eben an und dann übernimmst du hinten. Okay. Und erzählen also erstmal ohne Regeln einfach nur, was so da ist. Also das sind einmal die Startrassen mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Da haben wir die, gucken, dass wir die hier so ein bisschen reinhalten. Und geht ja ziemlich um Stimmung hier. Ich kann mal kurz, also Federation of Sol, Nalu Collective, Lesix Mindnet, die Hakan, Yol'nar, Sadak'nor, ne? Bisschen weiter runter, Sadak'nor. Also man kriegt wirklich eine ganze Menge Material, also auch viele verschiedene spielbare ja. Völker, die man hier hat. Die auch wirklich alle verschieden sind, ja, die also absolut. Nicht nur einfach anders aussehen oder eine andere Farbe haben, sondern die wirklich unterschiedlich sind und auch unterschiedlich gespielt werden müssen, sonst ja. Funktioniert es halt nicht. Isaril Tribes, Mentak, ja, so. Die, ja. Man versteht auch ziemlich schnell, wie man sich spielen muss, wenn man einfach mal so, also hier zum Beispiel... Xar Kingdom, Schildkrötenwesen, ja, die leben davon, dass sie sich halt, dass sie nicht angreifbar sind, dass sie sich in ihren Panzer zurückziehen, dass sie einfach sehr defensiv sind. Wer versucht, sie anzugreifen, hat halt einen -1 Malus, den er hinnehmen muss. Sie können gegen feindlich oder gegen andere politische Intrigen voten per Veto. Also das spielt sich wirklich sehr, also man braucht eigentlich sich das Bild nur anzuschauen und ein, zwei Worte dazu sagen, schon weiß man, wie man spielt. Die Mentak zum Beispiel, Piraten. Ja, genau, Piraten. Ja, klauen einem Trade Goods, schießen immer zuerst, ne? Handshot first. Ja. Also spielt sich wirklich sehr, sehr stereotyp. Man kommt da sehr schnell in den Modus rein, den man... mit dem man diese verschiedenen Völker spielen kann. Das ist eine ganz schöne Sache. Genau, das ist so. Und auch diese hier, wo sind sie? Die Universität. Ne? University of Yol'nar, das sind halt Wissenschaftler. Die forschen, haben eine super Technik. Genau. Sind aber kämpferisch
eher nicht so dabei. Sieht man auch an den speziellen Eigenschaften, da haben sie dann -1 im Kämpfen, können aber dafür viele, viele andere Sachen. Und also dadurch spielen sich die Rassen sehr, sehr unterschiedlich. Und das ist auch der Reiz, dass man immer wieder neu spielen möchte, weil man einfach jede Mal ausprobieren will. Genau, genau. Genau, das zu den Rassen am Anfang. Ich mache kurz mein Tier weiter. Zugehörig zu den Rassen gibt es eben dieses Zubehör. Es gibt wirklich für... Ah ja, genau. Haben wir rausgezogen. Ja, perfekt, dann machen wir das doch. Das ist super. Es gibt also wirklich für jede Rasse eigene Counter. Das sind die Command-Counter. Was die zu bedeuten haben, erzählen wir gleich. Und dann hier diese Control-Counter. Das ist eben, das kennt man aus Area Control oder aus Wargames, dass halt, wenn keine Einheiten da sind, legt man seinen Control-Counter da rein. Das ist hier die Startwelt. Herr Kant, das sind die Hankan, glaube ich, ne? Auf Herr Kant. Genau, die haben drei Startplaneten in ihrer Heimat. Stimmt, die haben drei Startplaneten, ne? Ja, deswegen sind auch drei Karten da. Und Aretze. Und bei den Hankan tatsächlich sehr gute Trade Agreements, weil das ist die Händlerrasse. Auch wieder Stereotyp, ganz klar. Ja. Die Jungs handeln, die greift man nicht an, weil dann hat man ein Problem auf der Handelsebene. So ist es. Das kann schlimmer sein als Krieg. Ja. Wie das funktioniert, auch da später dann mehr. Wie gesagt, also korrespondieren eben die Counter-Sets. Dann haben wir hier unterschiedliche Space-Tiles oder überhaupt also Systeme. Sagen, das sind immer so verschiedene, und es gibt natürlich, hier fangen wir mal an, das am einfachsten zu erklären, hier ist gar nichts drauf, das ist also ein leeres System. Und hier haben wir verschiedene Planeten, ne? Also mit mit zwei Planeten, mit drei Planeten, das ist natürlich schon wirklich interessant. Mhm. Und unterschiedliche Werte und Symbole, und da erzählen wir auch gleich später noch was dazu. Genau. Ich sagen. Das ist ja also auch schon der Aufbau des Spiels, ist nachher Bestandteil des Spiels. Also ja. Jeder darf der Reihe um nachher Planeten und Systeme halt legen, und natürlich versucht man möglichst die guten, lukrativen Systeme bei sich liegen zu haben und dem Gegner möglichst vielleicht Dinge hinzulegen, die nicht ganz so toll sind. Ich kann mich noch erinnern, beim letzten Mal, wo ich fast nur lukrative Sachen auf der Hand hatte und dann meinem lieben Mitspieler zur Rechten irgendwie so ein Ding echt vor die Nase legen musste. Das war auch nett. Das ist... Hier, diese Zeichen hier, die stehen für Wurmlöcher. Wurmlöcher kennt man vielleicht aus anderen Sci-Fi-Spielen, um große Distanzen auf dem Spielplan zurückzulegen. Hier ist ein A drin, das ist dann korrespondierend zum nächsten Wurmloch mit A. Wer hier reinfliegt, kommt beim nächsten A wieder raus. Es gibt auch B-Wurmlöcher, die passen halt nicht zusammen. Das hier sind Startwelten, auch die alle korrespondierend zu den Start... Das ist auch gleich das von den Hakan. Ach, das sind die Hakan. Drei Planeten. Super. Genau. Das ist auch sehr unterschiedlich. Also hier zum Beispiel Hakan... drei Planeten ist natürlich eine super Sache. Wenn man mal schaut, ja, da gibt es auch andere. Das sind Federation of Sol, das ist halt nur ein Planet. Von den Werten natürlich dann nochmal sehr unterschiedlich. Also auch das ist eine gewisse Asymmetrie da drin. Das heißt, die einzelnen Völker, die einzelnen Rassen haben sehr unterschiedliche Startvoraussetzungen, auch was die Startwelten angeht. Also nicht nur Anzahl der Einheiten, die sie am Anfang haben, oder Anzahl oder die Fähigkeiten, sondern auch die Startwelten sind sehr, sehr differenziert. Absolut. Dann haben wir hier verschiedene Counter. Das sind einmal die wir bei den Hakan schon so oft angesprochen haben, diese Trade Goods. Ja, sieht man hier an den einzelnen Kisten, also Handelswaren. Mhm. Und das sind im Grunde Multiplikatoren. Die machen gleich Sinn, wenn man sich die Einheiten anguckt, wenn wir die Einheiten zeigen. Das ist auch genau, also das sind also praktisch die Bodentruppen. Und das sind die Fighter hier. Genau. Und jeweils. Und wenn man halt, also damit es nicht zu eng wird auf den Planeten oder in den Systemen, wenn man dann eben mehrere hat, dann macht man das Ganze so. Ne, legt man, was weiß ich, fünf von diesen Chips aufeinander, oben einen drauf und hat dann sechs Bodentruppen auf seinem Planeten. Gut. Das Würfel, kennen wir. Ne, kennt man. Ne, das Spiel ist W10 basiert. Dann haben wir hier die Punkteleiste. Und normal Main Game 10 Punkte und gewonnen. Klingt so wenig, 10 Punkte, dauert aber Stunden. Ja. Und, aber schön. Aber tolle Stunden. Genau. Tolle Stunden. Das ist nie verschenkte Zeit. Ja, und eben
Tipptütenweise, beziehungsweise im Grundspiel ist sogar alles noch im Gussrahmen. Ne? Ich glaube, ja. Immer noch, ne? Oder? Man kann da viel, viel Zeit mit aufwenden, alles aus dem Gussrahmen heraus zu klipsen. Ich glaube, ich habe 6 Stunden gebraucht. Das alles vernünftig da rauszuholen. Ja, alles vernünftig rauszuholen, vernünftig ohne Grat und so weiter. Ja, meine Ausgabe ist ja auch älter. Wie ist das, wenn man jetzt eine kauft, ist die immer noch im Gussrahmen? Wahrscheinlich, ne? Ich weiß es nicht. Ich vermute es. Wahrscheinlich, ne? Also das ist ja eigentlich selten heutzutage. Aber genau, dann können wir mal die Einheiten. Machen wir mal den einzelnen Einheiten mal weiter. Grout Units und Fighter habt ihr ja gerade schon gesehen. Das waren die hier. Da sind natürlich ein paar mehr mit drin. Einfach nur mal jedes so rausgezogen einmal. Genau. Hier haben wir die großen War Suns. Das sind so die größten Einheiten. Muss man in der Regel auch als Technik überhaupt erstmal erforschen, um die bauen zu können. Genau. Bis auf ein Volk, was aber in Erweiterung drin ist. Ne? Das hat es von vornherein. Die kannst du auch von vornherein bauen, ja. Genau. Dann die Dreadnoughts. Große Kriegsschiffe. Das sind Cruiser. Destroyer. Transportschiffe. Und die Space Dogs. Ganz wichtig. An denen wir Einheiten bauen können. Und die in unseren, die auch unser Heimatsystem sozusagen dann mitstehen. Und das sind Verteidigungssysteme auf den Planeten. Genau, PDS-Systeme. Die einfach den Planeten schützen sozusagen. Genau, Planetary Defense System. Da würfelt man immer, wenn angegriffen wird, irgendwie, die schießen zuerst. Auf jeden Fall, das ist die Luftabwehr. Die Einheiten haben unterschiedliche Waffenwerte natürlich, unterschiedliche Bewegungsweiten auch und teilweise auch Sonderfertigkeiten oder Sonderfähigkeiten, wie zum Beispiel Türme gegen Fighter, mit denen man Fighter vorher abschießen kann und so weiter. Transportschiffe, die halt Ground Units transportieren können und die Fighter transportieren können. Das ganze Programm. Genau. Also wirklich, wirklich Vielfalt. So. Dann machen wir weiter. Ja. Genau. Dann machen wir weiter bei den Action Cards. Eine ganze Auswahl, eine riesen Stapel an verschiedenen Karten, die mir ermöglichen, bestimmte Aktionen zu spielen. Sabotagen, irgendwelche Kampffertigkeiten, direkter Treffer auf Schiffe und so weiter. Also eine ganze Menge an schönen Aktionen, die man in das Spiel mit reinbringen kann. So, dann haben wir hier Technologiekarten. Es gibt einen riesen Technologiebaum, den man erforschen kann. Das sind die ganzen Technologien, also auch eine ganze Menge an Material, was man da drin hat, viele Technologien, die aufeinander aufbauen, die in verschiedenen Faden zugeordnet sind. Und so hat jedes Volk einen Technologiebau, den es erforschen kann. So, das Speaker-Token, quasi ein First-Player-Marker. First-Player-Marker, ja. Was haben wir noch? Planetenkarten, genau. Planetenkarten, die korrespondieren direkt zu den Planeten. Das heißt, jeder Planet, der hier irgendwo abgebildet ist, hier zum Beispiel Mekantol Rex, ist dann hier mit einer eigenen Karte, mit entsprechenden Werten. Auch Flufftext im Großen. Viel Flufftext, das finde ich ganz schön gemacht. Ja. Das habe ich auch vergessen zu sagen, hake ich mir kurz rein. Also auch wirklich jede Rasse hat hier nochmal, also auf der Rückseite vom Bogen, die Geschichte der Rasse praktisch nochmal. Was durchaus Sinn macht, das vorher mal durchzulesen, weil auch das Hinweise gibt auf die Strategie, wie man spielen kann. So. Ja. Das war's. Entschuldigung, du bist wieder dran. Ja. Also, wie gesagt, vom Flufftext her finde ich es auch einfach schön. Also Mekantol Rex, das alte Zentrum der Galaxie sozusagen. Once a splendid place, now a sad, devastated wasteland. Only a radiation-shielded Mekantol City, the seat of the powerful Galactic Council, remains habitable. Also eine komplett zerstörte Welt und nur das Einzige, was übrig geblieben ist, ist halt das abgeschottete Council. Also sehr schön. Ja, die haben wir ihn auch, den Mittelpunkt des Universums. Ja, genau. Ja. Hart umkämpft. Also wirklich schön gemacht.
zu jedem einzelnen Planeten gibt es also einen ordentlichen Flufftext dazu. Ganz klasse. So. Political Cards? Political Cards, genau. Ja. Das Spiel hat noch eine weitere Dimension, nämlich nicht nur das reine Exploren und sich im Universum ausbreiten, sondern man kann politische Agenten sozusagen spielen, versuchen bestimmte Dinge dort zu erreichen auf der politischen Ebene, im Council, auf Mechatron Rex halt. Mhm. Und das führt eigentlich tatsächlich dann zu wirklich epischen Momenten in so einem Spiel. Also ich erinnere mich, wie ein Spieler alle Wurmlöcher besetzen musste und dann spielte ein anderer die Karte, die alle Wurmlöcher geschlossen hat. Ja, also einmal waren sämtliche Nachschubwege für ihn abgeschlossen. Und natürlich muss man versuchen, diese politische Intrige erstmal durchzubekommen. Das heißt, man muss versuchen, Leute dazu zu bringen, für diese Sache zu stimmen, die man da gerne umsetzen will. Und andere haben wahrscheinlich dann eher was dagegen, das zu tun. Wie zum Beispiel jetzt dieser Spieler, der die Wurmlöcher halt besetzen wollte und auf einmal alle seine Nachschubwege abgeschnitten sah. Genau. Ja? Und das ist halt eine schöne Sache, weil es einfach eine weitere Dimension nochmal in das Spiel reinbringt, die viele, viele andere Spiele einfach nicht haben. Genau, das sind immer so denkwürdige Ereignisse oft. Ne? Oft sind das Sachen, also gerade, dass man sich gerade so an diese Diplomatiephasen zurückerinnert. So, weil da wirklich viel, viel Interaktion stattfindet, so freie Interaktion. Das macht echt Spaß. Ja, also es gibt auch eine ganze Reihe von kleineren Dingen einfach hier drin. Ja, es ist nicht jedes Mal so was Großes. Die nicht so, ja. Ne? Aber es gibt schon also eine ganze Reihe schöne Sachen hier drin. Also tolle Sache auf jeden Fall. So, dann haben wir als letztes hier noch, als vorletztes, ja. Wir haben hier noch die Objectives. Mhm. Das ist eigentlich das, also so ein Spiel, man gewinnt dieses Spiel nicht, wenn man nur kämpft oder wenn man nur versucht, Technologien, seinen kompletten Technologiebaum voll zu bekommen. Ja. Im Endeffekt gewinnt man das Spiel, wenn man Objectives umsetzt, ja, also seine Missionsziele schafft, weil dadurch gibt es nachher letztendlich dann die Siegpunkte. Und das ist eine schöne Sache. Es gibt einige öffentliche Objectives, die sind in zwei Stufen. In der ersten Stufe sind das eher kleinere Sachen. Später werden das auch etwas lukrativere, wo es dann mehr Siegpunkte für noch gibt. Das können ganz einfache Sachen sein, wie zum Beispiel, man muss 5 verschiedene Technologien erforscht haben. Oder 3 der Space Dogs auf dem Feld haben. Ja, also Sachen, die man halt im Laufe des Spiels erreichen muss. 10 Einfluss ausgeben. Und dann kann man dieses Objective für sich beanspruchen. So, dazu gibt es dann noch Secret Objectives. Das heißt, die Public liegen offen aus und jeder kann halt sagen, so, ich erfülle nun dieses Kriterium und ich beanspruche dieses Objective für mich. Die Secret Objectives werden verdeckt verteilt und so hat jeder noch so einige kleinere Dinge, auf die er hinspielt. Und dafür gibt es halt auch Siegpunkte. Und ja, da weiß man halt nicht so genau, was hat der vor. Genau, das sind eben diese Sachen, wie alle Wurmlöcher besetzen, was du vorhin sagtest. Das ist so ein Secret Objective. Halt, ne? Oder eine Runde lang Mechatron Rex kontrollieren. Genau. Solche Geschichten. Also da sind schöne Sachen drin. Manchmal kann man schon erahnen, wohin ein bestimmter Spieler vielleicht spielt. Wenn man das einige Male gespielt hat, dann kennt man die Geschichten ja schon einigermaßen. Und wenn jemand unbedingt Richtung Mechatron Rex will, ist es naheliegend, dass das vielleicht mit seinem Secret Objective zu tun haben könnte. Genau. Muss aber nicht. In der Regel gibt ein Secret Objective, meine ich, auch 2 Punkte. Ja, das ist... das ist schon nicht wenig. Also in der Regel, das sind alles 2 Punkte Karten. Alles 2 Punkte Karten. Ja. Ne? Und 2 bei 5, bei 10 ist... Ja, ja, das ist schon ein ordentlicher Batzen. Ist schon ordentlich. So, dann als letztes und eigentlich das... Das der Kern. Der so, Kern, ne? Des Spiels. Genau. Die einzelnen Strategiekarten. Es gibt verschiedene, ich sag mal, Schwerpunkte, auf die man in der Runde hinspielen will. Ja? Also, wenn ich mir jetzt vornehme, am Anfang der Runde zieht man immer, sucht man sich eine dieser Karten aus, reihum, ne, solange sie noch da sind. Und wenn ich vorhabe, Krieg zu führen in der Runde, ja, dann werde ich mir vielleicht eine Warfare-Karte nehmen. Wenn ich vorhabe, eine bestimmte Technologie zu erforschen, werde ich mir vielleicht die Technologiekarte nehmen, wenn sie mir nicht ein anderer vorher weggeschnappt hat.
Ne? Deswegen ist es eigentlich der Kernelement, das Kernelement des Spiels, dass man schaut, was möchte ich denn machen diese Runde? Was machen denn die anderen diese Runde? Und welche der Karten passt in die Richtung, was ich tun will? Ich kann auch Technologien erforschen, wenn ich diese Karte nicht habe. Nur da wird es teurer. Und ich muss darauf warten, dass jemand diese Karte spielt, weil ich darf das dann nur machen, wenn jemand diese Karte gespielt hat und ich das da sozusagen mitziehe. Ganz genau. Ja. Also das ist ein sehr interessanter Mechanismus. Der macht wirklich Spaß. Im Grundspiel hier, finde ich, ist das noch ein bisschen eingeschränkt mit den Möglichkeiten. Das wird mit den Erweiterungen dann deutlich interessanter nochmal, finde ich. Absolut. Absolut. Was ich noch habe, ganz kurz, dann haben wir auch tatsächlich alles, sind die Spezialteils. Die hatten wir vorhin nicht erwähnt, stimmt. Die haben wir vorhin nicht erwähnt, nämlich es gibt Sachen, die sind nicht betretbar, sag ich mal, so kann man nicht reinfliegen, Asteroidenfelder, also man kann später Techniken entwickeln, um rein oder rauszukommen. Den Nebula, da bin ich jetzt gerade... Gibt irgendwie Malus beim Drin-Kämpfen oder irgendwie sowas. Also, das, genau. Die haben alle bestimmte Sonderfähigkeiten. Eine Supernova lässt sich halt nicht durchfliegen. Einfach ein totes Gebiet. Genau. Sehr ärgerlich, wenn es direkt vor einem landet. Ja. Kann durchlaufen. Oder kann auch eine deiner Seiten abschirmen gegen einen Gegner. Ja, okay. Ne? Oder es ist halt ein schöner Schirm. Ja, das geht natürlich auch. Auch, wie gesagt, nicht unwichtig, diese Sachen, um strategisch nochmal agieren zu können auf dem Feld. Ja, das ist der Inhalt. Ich würde sagen, wir bauen einfach mal beispielhaft das Brett auf. Ja, eine Sache mal. Oh ja. Die Bonus-Counter. Stimmt. Genau. Ich habe erwähnt, wenn man sich eine dieser Strategiekarten aussucht, je nachdem, mit wie vielen Spielern man spielt, bleiben nachher natürlich noch welche liegen. Und wenn nun partout niemand Political spielen will und das in der dritten Runde auch nicht, dann wird es halt irgendwann langweilig. Und deswegen gibt es diese Bonus-Tokens. Immer dann, wenn eine Karte nicht genommen wird, wird ein Bonus-Token draufgelegt und in der nächsten Runde bekommt man dafür dann noch ein Trade-Good. Ja. Also das macht das Ganze etwas lukrativer, etwas interessanter, das zu wählen. Vielleicht entscheidet man sich dann doch, ich spiele diese Runde halt kein Warfare, sondern dann doch lieber Logistics, weil ich da halt schon drei von den Tokens drauf habe und ich kann mit den Ressourcen einfach was anfangen gerade. Genau, ganz wichtiger Aspekt auf jeden Fall. Gut, ja, also wie gesagt, wir bauen mal auf und dann erzählen wir mal ein bisschen was zu den grundlegenden Mechanismen. So, jetzt haben wir mal ein Spielfeld aufgebaut hier. Das wäre jetzt in diesem Fall für 6 Spieler. Also man sieht hier die Heimatwelt mit dem gelben Rand. Das Spielfeld bleibt eigentlich immer groß in der Start. Also im Grundspiel ist es immer die gleiche Größe. Ja. Und es gibt eine spezielle, du hast ja gesagt, Spielfeld aufbauen ist ja nicht schon Teil des Spiels. Genau. Und zentral liegt immer Mechatol Rex. Wie gesagt, das Zentrum der bekannten Galaxie oder des bekannten Universums. Und außenrum dann gleichmäßig verteilt, bei 6 Spielern funktioniert das gut. Bei ungeraden Zahlen ist das dann ein bisschen enger teilweise. Genau. Außenrum verteilt. Ja, dann bekommen die einzelnen Spieler die einzelnen Teile zufällig zugemischt und können dann verteilen. Also geht es reihum. Zuerst muss der innere Ring belegt werden. Und dann wird nach außen hin weiter erweitert. Reihum, wie gesagt, wird dann ein Teil gelegt. Genau. Und da ist es halt schön, dass man, wenn man denn Teile hat, die irgendwie, wie jetzt leere Felder und so, die legt man natürlich lieber einem Gegner vor die Tür, als sich selbst. Ne? Klar. So ein Feld, da kann jetzt hier der Hakan halt wenig mit anfangen. Ne? Ja, das bringt ihm nichts. Das bringt ihm nichts. Also schön ist halt immer viele Planeten. Denn Planeten gleichzeitig bringen ja letztendlich auch wieder was zur Produktion, tragen die bei und eben auch zur Politikphase. Denn ich halte hier mal ein Planetenteil, das jetzt nicht verbaut wurde, hier rein. Hier ist der Name immer unter den Planeten und zwei Werte. Nämlich hier einmal die grüne 2. Das ist Produktionswert. Also das ist, wenn ich produziere, kann ich meine gesamte Produktionskraft zusammenrechnen und dafür produzieren. Hier, diese rote Null oder dunkelbraune Null, also was auf jeden Fall Null ist, wäre der politische Einfluss, den dieser Planet meinem Imperium bringt, wäre in dem Fall eben Null. Also nicht gerade viel, dafür produziert er. In der Regel ist es so, dass Planeten, die tendenziell eher produktionsstark sind, einflussschwächer sind. Es gibt allerdings auch da wieder eine Politkarte, die das umdreht.
Das ist schon relativ gemein. Dann haben wir hier noch dieses rote Icon. Das bedeutet, das erzählen wir nachher nochmal, das hängt zusammen mit der Technologieerforschung. Da gibt es ja unterschiedliche Zweige, hatte Mirko gesagt. Und dieses... Beim roten Token werden halt die militärischen Technologien günstiger, wenn ich sie erforschen will. Genau, so ist es. Genau, Technologien erforschen ist ein anderes Stichwort, zum Beispiel um mit dem Asteroidenfeld hier fertig zu werden. Also, ja. Das sind die Sonderfelder mit den roten Rändern. Wir hatten gesagt, Supernova, keine Chance. Auch eigentlich das gesamte Spiel nicht. Genau, die Supernova blockiert. Lässt sich im Grundspiel nicht passieren. Genau, im Grundspiel. Genau. Genau. Asteroidenfeld. Zum Asteroidenfeld ist für mich im Grunde am Anfang des Spiels auch genauso blockiert wie für alle anderen. Ja. Wenn ich im Laufe des Spiels oder wer auch immer im Laufe des Spiels Anti-Mass-Deflektor entwickelt als Technik, der kann dadurch der fliegt dadurch wie durch Butter, sage ich mal. Das ist auch kein Problem mehr. Deswegen, ja? Es ist eigentlich nicht schön, so etwas direkt vor der Haustür zu haben, weil das ist letztendlich eine Autobahn. Ich kann hier kein Schiff reinstellen, weil Schiffe dort nicht drin stehen bleiben dürfen. Das heißt, genau. Ich kann das Feld nicht blockieren. Das heißt, wenn jemand von hier aus da reinfliegt, ja, dann ist es eine Autobahn in mein eigenes Heimatsystem. Genau. So was will ich nicht vor der Tür haben eigentlich. Hochgefährlich eigentlich. Das ist nicht unbedingt, sagen wir nur, die erste Hälfte des Spiels ein Schutz. Ja, das stimmt. Danach wird es eng. Das ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Genau. Nebula hatten wir am Anfang schon mal kurz. Also einmal, was du sagtest, wenn man drin steht, verteidigt man ja halt besser, nämlich mit genau. +1. Wenn man reinfliegt, muss man seine Bewegung beenden. Mhm. Und der Zug ist, also zumindest die Bewegung in diesem System ist zu Ende. Und wenn man da wieder rausfliegt, hat man einen Punkt Bewegung weniger mit seinem. Mhm. Ne, das ist das. Wurmlöcher haben wir noch. Genau. Ja? In diesem Fall sind jetzt diese beiden Systeme, das sind die beiden B-Wurmlöcher miteinander verbunden. Das heißt, von hier aus komme ich direkt dort rüber. Genau. Ja, das A-Wurmloch hat jetzt kein Pendant auf dem Brett. Das heißt, das ist jetzt nirgendwo angebunden. Das ist dementsprechend einfach gerade ein leeres Feld. Genau. Die Tokens auf den Planeten. Das ist eine Option im Spiel, die wir eigentlich immer drin haben. Ja. Na, also was einfach auch... Das ist dieser Exploration... Der Exploration-Faktor, was einfach auch Spaß macht, sowas zu haben. Also reinzufliegen und man fliegt rein, man lässt ja seine Ground-Units auf dem Planeten landen, praktisch, die den Planeten dann einnehmen, mehr oder weniger, dann wird der Counter umgedreht. Genau, und dann findet man da, ja, in diesem Fall halt mal was nicht so Schönes. Da muss man halt erstmal gegen Gegner angehen, ehe man dort landen kann. Es gibt auch andere Tokens, wo da nichts passiert. Ganz weiche Landung. Ja, oder Radiation. Das ist ganz schlecht. Alle tot. Alle tot. Da findet man Überlebende der alten Mechanical Rex Rasse. Genau. Es gibt also viele Optionen. Ne? Genau. Hier gibt es Trade Goods. Ja. Unter anderem, ja, da sind auch Wurmlöcher dabei. Das wäre jetzt mal ein interessantes System. Oh. Hier haben wir jetzt ein B- und ein A-Wurmloch in einem System. Das heißt, dieses System ist verbunden mit diesem und mit diesem. Ja, also damit hat jetzt dieses Alpha-Wurmloch auch wieder eine Funktion. Ja? Und strategisch jetzt in dem Moment ein super Feld hier. Ne? Ja, ein gefährliches Feld. Das ist halt gefährlich. Von allen Seiten zugänglich. Es ist von allen Seiten zugänglich. Ich bin aber auch sofort hier in diesem Belt, wo wirklich massenhaft Planeten zu holen. Ja. Ne? Also das ist... Also hier unten möchte ich gerade nicht spielen, ganz ehrlich. Das ist ein... Hier ist das Asteroidenfeld, der Nebel da vor mir, ja, alles leer hier vor, keine richtig tollen typisch. Planeten. Aber ob die sich so wohl fühlen hier mit den beiden Planeten und dem Wurmloch davor, ist auch die Frage. Cool. Also hier ist ganz schön gerade. Ja, hier ist ruhig. Ja, du suchst dir schon dein Lieblingsfeld gerade aus. Achso, ja. Da liegen keine, weil auf den Heimatwelten... Stimmt, das liegt keine liegen. Falsch, die liegen falsch. Ja, das zum Aufbau. Ja. Na, jetzt hat ja zu diesem Zeitpunkt jeder seine Heimatwelt hier, wie gesagt, die Hakan, Letnev... Und platziert dann dementsprechend, wir machen das jetzt gleich mal beispielhaft für zwei, drei Nationen, einfach schon mal seine Startflotte oder seine Startausrüstung auf dem Heimat- oder auf den Heimatplaneten. Und das machen wir jetzt mal eben, sehen wir uns gleich wieder. Haben wir jetzt einmal drei Nationen aufgebaut, und zwar die Federation of Sol. Können wir mal kurz, fangen wir an, das ist 12 Uhr, dann legen wir da direkt los, was die haben. Die haben, also das ist einmal die Grundeinheit, die sie haben, da haben wir ganz gute Ground Forces. Das sind 5 Stück in Summe hier, das sind ganze mehr. Genau, haben schon Cybernetics entwickelt und Anti-Mass-Deflectors, eben die berüchtigten Anti-Mass-Deflectors, von denen wir geredet haben. Mit denen man auch durch die Asteroidenfelder durchfliegen kann. Genau. Und Cybernetics brachten +1 auf die Fighter, genau. Auf die Fighter beim Kämpfen. Genau, dann haben wir hier Barony of Letnev. Barony of Letnev hat auch Anti-Mass-Deflectoren.
Also könnte es im Laufe des Abends, würden wir jetzt hier komplett spielen, ungemütlich werden für die Hakan, theoretisch. Ne? Und die haben auch den Heiler 5 Assault Laser, der bringt plus 1 auf Cruisers und Destroyer beim Kämpfen. Und die Hakan da hinten haben an Starttechniken die Savin-Tools. Savin-Tools sind ganz wichtig für ganz viele weiterführende Techniken. Hm. Ja? Und haben noch Enviro Compensator. Genau. Das heißt, das ist eine wichtige Fähigkeit. Und zwar die Produktionskapazität von Space Dogs wird um 1 erhöht. Das ist gerade im späteren Verlauf des Spiels super wichtig, weil du einfach dann mehr Einheiten da auch produzieren kannst. Genau, ganz, ganz extrem. Extrem vorteilhaft. Was man hier jetzt nicht sieht, sind 3 weitere Fraktionen. Die haben wir jetzt nicht mit aufgebaut. Das heißt, eigentlich würde hier doppelt so viel Material auf dem Tisch liegen. Genau. Das sprengt gerade ein bisschen die Kapazitäten des Tisches und genau. Der Kamera. Genau. Von daher haben wir das mal jetzt weggelassen. Das heißt, was jetzt noch fehlen würde, wären hier die Isaril Tribes, da oben die Char Kingdoms. Genau. Und die Mentak. Und hier die Mentak Coalition. Ja, also das wäre noch deutlich voller. Und man sieht schon, was man noch an Möglichkeiten hat, was noch nicht gebaut ist, was man aber noch im Laufe des Spiels aufs Brett bringen kann. Genau. Das, was hier liegt, das darf man bauen. Ausgenommen von den Fighters und den Ground Forces ist es begrenzt auf das, was hier liegt. Ground Forces und Fighter kann man über die Multiplikatoren auch mehr auf dem Feld haben. Allerdings darf man nicht nur die Counter stapeln, da muss immer auch eine Ground Force draufstehen oder halt ein Fighter draufstehen. Also ein Modell muss immer da muss sein. Da sein, ne? Genau. Ja, ansonsten gibt es halt noch Karten, ne? Für die Startwelten hat man. Man bekommt dann immer mit jeder Welt, die man kontrolliert, eine Karte dazu. Für seine Welten. Und man hat Trade Agreements. Wobei man die hier sieht, natürlich die Trade Agreements der Hakan mit 3-3. Das heißt 3 Trade Goods pro Runde für diejenigen, die ihn anbieten. Ja, ja. Das heißt, wenn man die, man tauscht die Trade Agreements aus und wenn dann Trade gespielt wird, dann bekommt man jeweils die Anzahl Güter, die da draufsteht, auf dem, was man bekommen hat. Das heißt, wenn die beiden jetzt austauschen würden, würde der Hakan ein Trade gut bekommen. Ja, und da hinten die Baronin von Latnev würden halt 3 bekommen. Ja. Klingt erstmal so, als wenn sich das nicht lohnt. Aber es sichert natürlich auch ein Stück weit den Frieden zwischen den beiden. Die sind sich ziemlich eng beieinander. Dazwischen, ja, da ist nicht viel Platz. Ne? Und, da ist nicht viel. Die Baronien von Latnev können schon militärisch sehr unangenehm werden. Von daher ist es für den Hakan da schon sehr sinnvoll, vielleicht sich in die Richtung abzusichern. Und sicherlich, wenn hier jetzt die Manta Coalition aufgebaut wäre, würde der Hakan auch mit denen ein Trade Agreement schließen wollen. Ganz sicher. Weil die Piraten so in direkter Nachbarschaft mit vielen Ressourcen auf dem Planeten hier, mit einer direkten Autobahn ins eigene System, das ist sehr unschön. Ja, definitiv ganz schlechter Ausgangspunkt. Beispielhaft vielleicht mal eben kurz das Secret Objective der Barony of Latnev. Das ist hier in Dasville. Ich hoffe, man sieht's gut. Ja, man sieht's. Und I control Mechatol Rex and I have all 3 of my Space Dogs and all 5 of my Dreadnoughts on the board. Also alle Dreadnoughts gebaut, alle Space Dogs gebaut und Mechatol Rex kontrolliert. Das ist ein Brett. Das ist ein Brett und das gibt 2 Punkte. Ja. 2 Punkte. Das ist nicht ohne. Hier dann beispielsweise die Hakan haben. I have at least 1 non-fighter ship in every system containing a wormhole. Ja, das sind hier ziemlich viele Systeme, die gerade ein Wurmloch haben. 1, 2, ja gut, das sind 3 Systeme, das funktioniert. Das heißt, das hier ist mal deutlich einfacher. Ich muss da nur eins meiner großen Schiffe haben, das heißt, es darf kein Fighter sein. Aber die hier würden letztendlich reichen. Das ist natürlich jetzt recht einfach zu erreichen, gerade weil er die Wurmlöcher hier nahe dabei hat. Genau. Kommt dann auch schnell hin. Ist machbar, ne? Ist machbar. Dann habe ich hier Focused, einmal für die Federation of Sol. I control at least 4 planets with the same technology specialty. Das muss natürlich passen, dass die am idealsten nebeneinander liegen. Also Technologic Specialty ist eben dieses Token, das wir hier rot, ja blau, aber hier haben wir blau. Genau. Jetzt halt das Aussortierte nochmal hier rein. Das haben wir vorher nicht mit aufgebaut. Hier dieses rote. Ja, da muss man jetzt... Na, er hat alle 4 vor der Tür sogar. Er hat hier blau, blau, blau,
blau. Wäre auch für die Federation of Soul locker lösbar. Ja. Sag ich mal. Also die sind schon unterschiedlich gewichtet und unterschiedlich schwer. Ja, das merkt man ganz deutlich. Ist so, das könnte man dem Spiel ankreiden. Ich finde es aber nicht so tragisch tatsächlich. Also, nein. Es ist alles machbar. Man muss diese Secret Objectives nicht zwingend machen. Natürlich bringen sie viele Siegpunkte, klar. Aber man muss nicht, man braucht sie nicht unbedingt zum Gewinnen. Also ja. Wenn man geschickt mit den anderen Objectives arbeitet, würde ich sagen, ist man da nicht chancenlos. Also, wobei Netnet natürlich echt schon schwer hat jetzt dadurch. Ja. Also wir machen es auch oft als Hausregel so, dass man einfach zwei Karten am Anfang zieht und sich dann eine aussucht. Weil es kann halt wirklich sein, dass die Startaufstellung so ist, dass man einzelne Objectives extrem schwer nur gewinnen kann. Oder man hat ein Objective, was überhaupt nicht zum Volk passt, weil man vielleicht gar nicht alle Dreadnoughts aufs Spielfeld bringen will, was man hier dann müsste. Ja, das kann, wenn ich ein Volk spiele, was sehr stark auf Fighter zum Beispiel fokussiert ist, dann will ich diese großen Kriegsschiffe vielleicht gar nicht. Und dann wäre es halt besser, wenn das einfach per Hausregel. Und das muss man schon sagen, Twilight Imperium ist ein sehr hausregelfreundliches Spiel. Ja. Also das, man kann da sehr viel machen. Man muss sich halt darüber vereinbaren. Genau. Ja, und ich würde sagen, nachdem wir jetzt den Aufbau hier geklärt haben, gehen wir mal in die Phasen. Genau. Ja? Das Spiel läuft ab in drei Phasen. Strategy Phase, Action Phase und Status Phase. Und wie die im Einzelnen funktionieren, da kommen wir jetzt mal nach und nach zu. Das geht, das Spiel, also beziehungsweise die erste Phase der Runde ist die Strategic Phase. In der Strategic Phase wähle ich meine Karte, die ich im Verlauf, also meine Rolle sozusagen, die ich im Verlauf der Runde spiele, in der Action Phase sozusagen, die auf diese Phase folgt. Gleichzeitig bedeuten hier die Nummern auch die Reihenfolge, in der gespielt wird innerhalb der nächsten Runde praktisch. So, und dann gehen wir die einfach mal durch von 1 bis 8. Und zwar haben wir hier einmal Initiative. So, ist auch drin im Bild. Initiative bedeutet eigentlich nichts weiter, als dass ich in der nächsten Runde auf jeden Fall Startspieler bin. Genau. Ne? Der Speaker, der sogenannte. Genau. Und habe die Option aber, dass ich jedes Mal, wenn eine andere Rolle gespielt wird in der nächsten Runde, ich die Secondary Option nutzen kann, ohne einen Strategic Allocation Counter zu benutzen. Normalerweise muss ich die ausgeben. Ne? Am Anfang habe ich hier zwei Stück davon. Das können später natürlich mehr werden. Aber wenn ich diese Secondary Ability normalerweise spielen will, muss ich einen davon ausgeben. Habe ich diese Karte gewählt, diese Rolle gewählt, dann kann ich alle Secondary Abilities kostenfrei machen. Genau. Die Karte hat einen kleinen Nachteil. Ich habe keine Fest. Genau. Ich darf keine Aktionen dann machen. Das ist der Nachteil dieser Karte. Ich darf keine Strategic Action durchführen in der Action Phase. Genau, das ist es. Diplomacy. Ist Nummer 2. Und Diplomacy ist im Grunde nichts weiter als ein aufdiktierter Friedens- oder Nicht-Angriffspakt, ne? Genau. Grunde. Ich wähle einen Gegner und weder er darf mich noch ich darf ihn angreifen in dieser Runde. Ich darf also gegnerisches System nicht aktivieren, ich darf da keine Schiffe reinfliegen. Frieden zwischen mir und einem anderen Spieler meiner Wahl. Genau. Das ist letztendlich. Und die Second Edition ist einfach, ich gebe auch wieder einen Counter aus und kann dadurch zwei Planetenkarten wieder refreshen, die ich exhausted habe. Genau. Wie das alles funktioniert mit dem Refreshen und Exhausten, da kommen wir später nochmal zu. Genau. Ich mache also Planeten letztendlich wieder nutzbar für diese Phase. Political ist Nummer 3. Political ist im Grunde so eine, hatten wir schon angedeutet, im Grunde eine Mechanik innerhalb des Spiels, ein ganz eigenes Ding, das das Spiel nochmal auf eine andere Art und Weise ankurbelt. Erzählen wir einfach gleich, wie es geht. Also kurz, man nimmt drei Action-Cards vom Stapel, bekommt einen Counter zusätzlich für seine Boxen, die man zusortieren kann, also Fleet Limit oder Strategic Allocation oder das andere war Command Pool. Und ich bekomme auch noch, ich ziehe die erste Political Card. Genau. Und dann führe ich die Agenda auf dieser Political Card aus. Wie das funktioniert, das erzählen wir dann gleich. Auf jeden Fall, das ist die Karte, die Strategiekarte, mit der ich diese politische Interaktion damit reinbringe. Genau. Secondary ist nicht so doll. Command Counter ausgeben, Action Card ziehen. Genau. Teuer. Logistics. Ist Nummer 4. Genau. Ich bekomme ganz simpel 4 Command Counter von meinen Reinforcements, von meinem Vorrat und kann sie dann halt
letztendlich wieder nutzen. Also ich kann die dann irgendwo einsortieren und bekomme die dann zur Verfügung. 4 Stück, das ist eine ganze Menge. Lohnende Karte so. Als Secondary Ability, das heißt, die anderen Spieler können das dann wählen, geben einen Influence hier aus der Strategic, eine Karte aus der Strategic Allocation aus und bekommen dann für jeweils 3 Influence, die sie ausgeben, einen Command Counter. Das ist ziemlich teuer, aber bringt halt auch die Command Counter wieder zurück ins Spiel. Also wenn ich das irgendwo, wenn ich noch weitere Handlungsoptionen haben will, dann würde ich das eventuell vielleicht ziehen. Finde ich schlecht dann, ne? Dafür. Vor allem, wenn man weiß, es wird keine Politik mehr gespielt oder so, weil Influence ist letztendlich wieder, auch indem ich Planeten also erschöpfe, dadurch bekomme ich Influence. Ne? Das ist ja dieser rotbraune Wert, von dem wir am Anfang gesprochen haben. Also wenn ich dann 3 erschöpfe, bekomme ich einen Counter. Also 3 Punkte, nicht 3 Planeten. Trade, Nummer 5. Genau. Auch simple Karte eigentlich. Ich habe 2 Handlungsoptionen. Entweder nehme ich 3 Trade Goods, 3 Handelsgüter und dazu noch für jedes meiner aktiven meiner Handelsvereinbarung. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel mit dem Hakan hier getauscht habe, dann würde dann sähe das so aus. Dann würde ich jetzt 3 Trade Goods bekommen. Er würde 2 bekommen. Noch zusätzlich zu denen, die ich jetzt hier schon sowieso bekommen habe. Meine zweite Handelsoption ist, alle Trade Agreements, die aktuell bestehen, ja, zu brechen. Aufzukündigen. Aufzukündigen. Genau. Ja, und Secondary, alle anderen könnten dann einfach ein Command-Counter ausgeben und entsprechend ihrer Trade Agreements, die sie abgeschlossen haben, bisher Trade Goods kassieren. Auch eigentlich eine lohnende Sache. Ja. Wenn man denn gute Agreements abgeschlossen hat. Warfare. Nummer 6. Ja, auch eine Möglichkeit, wieder Command-Counter zurückzubekommen, und zwar in diesem Fall direkt vom Brett, direkt von dem, vom Spielfeld. Bedeutet, ein System, was ich bereits vorher aktiviert habe, wird auf einmal wieder frei. Das ist eine strategisch sehr wichtige Option, ja, weil ich kann dann mit den Einheiten, die dort stehen, oder auch mit dem System selbst, halt wieder etwas tun. Das heißt, ich mache es für weitere Handlungsoptionen wieder nutzbar. Genau, und Secondary ist im Grunde Patrols. Ich kann bis 2, ein oder 2 meiner Destroyer oder Cruiser irgendwo auf dem Feld in ein angrenztes System schieben, muss allerdings dann einen Counter in das System legen. Das heißt, das System gilt auch als aktiviert. Das ist aktiviert, ich kann das also nicht, ich kann diese Schiffe dort nicht wieder weiter rausziehen, diese genau. Runde, ich kann nichts anderes reinziehen, ich kann dort nicht produzieren und so weiter. Ganz genau. Wie das alles funktioniert mit diesem System aktivieren, was ist nämlich ein ganz wichtiger Faktor im Spiel, kommen wir gleich bei den taktischen Schritten nochmal zu. Technology, Nummer 7. Bedeutet ganz einfach, dass man eine Technology entsprechend seines Tech-Trees sich auswählt. Man muss die Voraussetzungen natürlich erfüllen. Und kann dann kostenfrei quasi diese die Technologie, ab sofort nutzen. Bauen, ne? Ja, bauen, ab sofort nutzen. Und als Secondary kann jeder andere Spieler entscheiden, sich eine Technologie zu kaufen quasi. Man muss 8 Ressourcen dafür ausgeben, das ist ziemlich viel. Und dafür kann man aber eine der für sich möglichen Technologien dann bauen und nutzen. Ja. Also die Vorbedingungen müssen natürlich auch da gegeben sein, aber da kann man sie halt einfach so erwerben. Genau, und Ressourcen auch hier wieder über das Exhausten von Planeten. Imperial, eigentlich die Karte, die mir am wenigsten gefällt im Grundspiel. Ja. Imperial Claim macht nämlich Folgendes. Das ist die Karte, mit der die Missions, die Objectives ins Spiel kommen. Ich lege die oberste Karte des Objectives-Stapels auf. Und das heißt, ab jetzt kann man letztendlich über die Objective Siegpunkte machen. Und zwar indem man dann diese Bedingungen dann erfüllt. Was die große Schwäche dieser Karte meiner Meinung nach ist, ich bekomme jetzt einfach so 2 Siegpunkte. Einfach nur, dass ich die Karte gespielt habe. Genau, dafür, dass ich diese Karte gespielt habe, 2 Siegpunkte. Zur Erinnerung, bei 10 ist Schluss, da hat man gewonnen. Ja. Finde ich tatsächlich nicht glücklich, die Karte. Nee, und ihr habt gesehen, was man teilweise erledigen muss mit den Secret Objectives für 2 Siegpunkte. Genau. Und was man dann einfach hier geschenkt bekommt, sag ich mal. Ne? Ja. Die Second Ability ist, da gebe ich einen Command Counter aus und kann direkt in einem System bauen, dem ich schon gebaut habe. Genau, also eins der bereits aktivierten, im Vorfeld aktivierten Systeme wird wieder nutzbar, um dort bauen zu können. Ja, das ist wieder eine ganz gute Secondary. Ansonsten finde ich
die Karte wirklich unglücklich. Ja. Und das muss man auch sagen, das sind die einzigen Strategy-Karten, die im Spiel sind. Das heißt, ich habe keine anderen Optionen. Ja. Erst mit den Erweiterungen kommen dann weitere Karten, die dann die ersetzen. Mit dem Grundspiel ist das alles, was man an Optionen da hat in der Strategiephase. Ganz genau. Auf die erste Phase folgt natürlich die zweite Phase. Nach der Strategy Phase kommt die Action Phase. Die Action Phase besteht aus Optionen, die ich habe. Ich kann spielen, wenn ich dran bin, entweder eine Tactical Phase. Das bedeutet auf dem Spielplan aktiv werden, indem ich Systeme aktiviere und da was mache. Kommen wir gleich zum Detail. Oder ich spiele eine Strategy Phase, die ist verpflichtend. Irgendwann in meiner Runde muss ich Strategy Action, Entschuldigung. Irgendwann in meiner Runde, wenn ich dran bin, muss ich, bevor ich passe, diese Strategy Action spielen. Bedeutet im Grunde die gerade von uns erklärten Strategy Rollen auszuspielen. Also das, was man wählt, muss man zwingend spielen. Genau. Kommt man nicht drum rum. Oder ich mache eine Transfer Action. Genau, und da kommen wir auch gleich zu. Oder ich passe. Aber wie gesagt, ich kann auf alles verzichten, nur nicht auf die Strategy Action, bevor ich passe. Genau. Das Ganze läuft in der Reihenfolge der Strategiekarten, die ich mir vorher ausgesucht habe. Das heißt, man beginnt, es beginnt Initiative, die Karte 1. Und dann geht es halt der Zahlenreihenfolge reihum. Das heißt, es geht nicht irgendwie im Uhrzeigersinn oder gegen Uhrzeigersinn, sondern halt so, wie man sich die Karten ausgesucht hat, in der Reihenfolge wird dann gehandelt. Das ist auch ganz wichtig an vielen Stellen. Sicherlich ist es oftmals strategisch interessant, früher dran zu sein. Ja? Also deswegen ist es auch da interessant, welche Karte man sich da ausgesucht hat. Ich habe eben gesagt, dass die Initiative, die erste Strategiekarte, dass es den Nachteil hat, dass man keine Aktionen machen darf. Das war so nicht ganz richtig oder nicht gemeint. Man darf keine andere Strategieaktion machen, also keine andere Strategy Action. Also man hat keine. Man hat keine. Über die Karte. Man hat nur die Option, alle Secondaries zu nutzen. Genau. Normale Aktionen darf man weiterhin machen. Also Tactical Action und Transfer Action, die sind ohne weiteres machbar. Gut. Die Tactical Action vielleicht zuerst. Das ist die Aktion, die man am häufigsten sehen wird. Funktioniert so. Ich aktiviere ein System. Wie mache ich das? Ich nehme aus meinem Command Pool eins der Tokens heraus. Das heißt, solange hier Tokens sind, kann ich damit etwas anfangen, kann ich handeln und lege das in ein System, das ich aktivieren will. Jetzt zum Beispiel lege ich es hier rein und kann jetzt in dieses System mit Schiffen hineinfliegen. Ja? Ich aktiviere ein System, ich fliege in das System hinein. Von überall, wo ich halt Schiffe habe, kann ich das tun. Also ich darf aus verschiedenen Systemen auch dahin angrenzen. Ja, oder ich muss sie zumindest erreichen können mit. Genau, oder ich hab Technik entwickelt, dass ich auch zwei fliegen kann. Genau, also es gibt Schiffe, die können von vornherein zwei Felder weit bewegen. Andere Schiffe können am Anfang halt nur ein Feld bewegen. Über Technologien lässt sich auch das dann erweitern. Ich darf also mit allen Schiffen, die dieses Feld erreichen, dort hineinfliegen. Ich darf allerdings nicht die Anzahl an Schiffen, die ich da maximal haben darf, überschreiten. Das ist nämlich hier dieses Fleet Supply, das ist mein Fleet Limit. Das heißt, ich habe hier drei Schiffe zum Beispiel drin liegen, drei Counter drin liegen. Ich darf also mit maximal drei großen Schiffen, Fighter zählen dann nicht dazu, mit maximal drei großen Schiffen in einem System stehen. Darauf muss ich achten, wenn ich also ein System aktiviere und dann hineinfliege, dass nicht zu viele Schiffe darin stehen. Sollte das irgendwann passieren, dann muss ich die Schiffe halt von Bord nehmen. Ja, dann, ja, das sollte nicht passieren, aber... sind sie tatsächlich weg und das ist bitter. Gut, wenn ich jetzt dort hineingezogen habe, dann kann es in diesem Feld noch zu Kämpfen kommen. PDS-Fire würde dann zuerst abgehandelt werden. Luftkämpfe oder Space Battles. Kann ich, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich fliege hier jetzt also mit meinem Transportschiff rüber und nehme noch drei Einheiten mit. Jetzt muss ich hier, damit es wieder passt, ich habe es vorhin erwähnt, ich muss immer eine Einheit auch drauf stehen haben. Dann fliege ich beispielsweise mit diesen beiden Schiffen dort rüber und lande dann hier. Planetary Landings wäre dann das nächste, was ich machen darf, auf einem Planeten, führe die entsprechende Aktion hier noch aus und würde dann dort eine Landung machen. Wenn dort ein Gegner ist, würde ich noch einen Invasionskampf machen müssen. Kommen wir aber auch später drauf. Genau, und hier wirst du sogar noch eine Ground Force verlieren, die du da abwirfst. Ne? Ja. Durch die. Obwohl Radiation, ne? Alle sogar, ne? Ja, das ist keine Radiation, oder? Nee, Entschuldigung, das ist nicht Radiation. Ich gucke eben, das ist sogar was Gutes. Technology Society.
Ich muss nämlich, ich darf... Free Technology. Genau, ich bekomme eine kostenlose Technologie, die allerdings mein Nachbar für mich aussucht. Das wird irgendwas sein, was mir wahrscheinlich wenig bringt. Es sei denn, mein Nachbar ist total nett zu mir und oder ich war total nett zu ihm und er will mir da was zustecken. Aber wer hat schon nette Nachbarn? Es gibt da gute Dinge, die man finden kann, es gibt auch ziemlich böse. Ja, zu guter Letzt, wenn ich ein System aktiviert habe, über die Tactical Action und da hineinfliege, hatte ich vorher ein Space Dock da drin. Dann darf ich in diesem System jetzt auch noch bauen. Ja, wie das funktioniert, das erklären wir dann gleich bei der Production. Ne? Genau. Ja. So, also wenn das nicht gewesen wäre und ich es jetzt dort bauen würde, dürfte ich dann aber nicht an diesem Space Dock dann noch weitere Einheiten produzieren. Ja. Das ist die Tactical Action. Die Transfer Action. Nehmen wir an, ich hätte das jetzt nicht aktiviert. Hätte das noch hier. Dann könnte ich jetzt auch eine Transfer Action spielen. Das heißt, ich nehme eins meiner Counter aus dem Command Pool, aktiviere ein System und aus meinen Reinforcements nehme ich ein weiteres und aktiviere ein zweites System und darf jetzt beliebig Schiffe zwischen diesen beiden Systemen austauschen. Ja, also ich kann die beiden darüber, ich kann das hier rüber, der kann dann auch wieder eine Ground Unit mitnehmen und so weiter. Das heißt, das dient eigentlich dazu, dass ich meine Einheiten mal neu aufstelle, wieder vielleicht Einheiten, die ich mehr an der Front haben will, nach vorne bringe, nochmal Einheiten, Ground Units oder Fighter nach vorne fliege und solche Geschichten. Ich darf dazu noch in einem der beiden Systeme, die jetzt aktiviert sind, produzieren. Ja? Genau. Wie gesagt, ich darf nur Systeme aktivieren, die vorher nicht aktiviert waren. Genau. Transfer Action. Ist oft so eine Sache, die man am Ende macht, eigentlich, am Ende der Runde. Ne? Das ja. Ja, und das waren letztendlich Tactical und Transfer Action. Die Strategic Action ist dann, wie gesagt, das Spielen einer der Strategieoptionen, einer Strategiekarten. Das heißt, die Strategiekarte, die ich dort habe, da darf ich dann die Primary Ability ausspielen. Das muss ich irgendwann, wie gesagt, im Lauf meiner Runde tun. Und alle anderen Spieler haben dann die Option, die Secondary auszuführen. Ich selbst nicht, aber alle anderen dürfen dann die Secondary ausführen. Auch da ist natürlich entscheidend, wann mache ich das? Ich würde natürlich dann eine Karte ausführen, wenn sie mir am meisten und den anderen am wenigsten bringt. Mhm. Ja? Also zum Beispiel, wenn alle anderen ihren Influence schon aufgebraucht haben, weil sie ihre Planeten halt schon exhausted haben. Exhausten heißt dann, dass man einen Planeten halt einmal seitwärts dreht. Genau. Wie das passiert, ja. Da kommen wir gleich zu. Mhm. Genau. Dann hätte ich ihn erschöpft, dann hätte ich die Ressourcen durch irgendeine andere Aktion dafür ausgegeben, dann kann diese Karte auch nicht mehr für die politischen Geschichten genutzt werden. Genau. Das haben wir eben auch nicht komplett richtig gesagt. Also ich darf bei den politischen Abstimmungen nur Planeten einsetzen, die noch nicht exhausted sind. Ja? Das heißt, nur dann darf ich den zweiten Wert hier für politische Abstimmungen einsetzen. Genau. Also wenn sie praktisch schon für mich gearbeitet haben, ja. Dann stimmen sie nie auch noch für mich. Genau, die politischen Abstimmungen selbst erschöpfen den Planeten nicht, sondern nur, wenn ich die Ressourcen von dem Planeten nutze und nicht den Influence-Wert. Ja, das ist eigentlich der Kernpunkt, genau. Was wir eben, glaube ich, anders gesagt hatten. Genau, das hat man einmal kurz anders gesagt. Ja, ja, das sind die drei möglichen Aktionen, die ich machen kann. Es gibt eine vierte, nämlich passen. Genau. Ja, also wenn ich hier zum Beispiel keine Command-Counter mehr drin habe, und auch mein Strategic Allocation leer ist, dann kann ich eigentlich nichts anderes tun, dann muss ich passen. Ich darf aber natürlich auch passen, wenn ich hier noch Command-Counter drin liegen habe, einfach um sie für die nächste Runde aufzusparen, weil so viel bekomme ich nicht wieder dazu. Ich muss mit dem, was ich dann da habe, genau. Plus ein bisschen was ich aber gleich drauf komme, muss ich letztendlich klarkommen. Das ist das Wichtige dabei. Und es liegt ja auch, man möchte ja auch sein Flottenlimit zusätzlich erhöhen. Man möchte mehr Aktionen haben und ja. Gleichzeitig auch mehr, mit mehr Schiffen rein können ins System. Muss man alles ein bisschen managen, wie man da hinkommt eben zu mehr ja. Optionen und zu mehr Schiffen. Ja, dann kommen wir zur Produktionsphase. Beziehungsweise Produktion ist keine eigene Phase, sondern das ist ein Step bei der Activation, der letzte Step. Machen wir auch tatsächlich vom Combat, aber ist so. Gucken wir rüber zur Federation of Sol. Die produziert, und zwar kann man produzieren in Systemen, in denen man... Dass ich diese Rolle aktiviert habe. Es muss aktiviert sein. Da darf ich in einem System produzieren.
Oder in der normalen Aktivierung, ne? Also in der normalen Tactical Action. Ja. Und zwar muss da ein Space Dog stehen am Planeten. Nur da kann ich auch letztendlich bauen. Und ich habe die Planeten an Ressourcen zur Verfügung, die ich komplett in meinem Imperium unterworfen habe. Ich habe mir hier mal ein paar dazugelegt einfach. Die habe ich jetzt hier nicht auf den Plan besetzt, aber einfach um es mal zu zeigen. Das heißt, die Ressourcenwerte, die diese Planeten haben, hier unten links jeweils, die würden mir zur Verfügung stehen zum Produzieren. Das heißt, ich dürfte jetzt in diesem System Einheiten bauen. Allerdings ist das Maximum, was ich da bauen darf, gegeben durch den Ressourcenwert des Planeten hier, plus 2 für das Space Dock. Das heißt, hier in diesem Fall dürfte ich 6 Einheiten hier produzieren. 4 für den Planeten hier, für den Ressourcenwert, plus 2 für das Space Dock. 6 Einheiten dürfte ich produzieren. Ich muss dabei das Fleet Limit beachten. Ich muss beachten, ob ich zum Beispiel, wenn ich jetzt 6 Fighter produziere, dass sie irgendwo bleiben dürfen. Das heißt, ein Space Dock darf 3 Fighter maximal unterhalten. Und ein Transportschiff darf bis zu 6. Das heißt, ich dürfte hier tatsächlich 6 Fighter bauen, müsste für diese 6 Fighter dann die Ressourcen aufbringen. Ein Fighter kostet eine halbe Ressource, das heißt, ich müsste 3 dann ausgeben. Das kann ich beliebig zusammenstellen aus den Planeten, die ich noch nicht exhausted habe, die ich aber besitze. Das heißt, ich könnte zum Beispiel diesen Planeten hier, der hat einen Dreierwert hier unten auf der linken Seite, den dürfte ich dann einmal so drehen und würde die 3 Ressourcen für diese 6 Fighter ausgeben. Ich darf aber natürlich auch andere Schiffe oder eine Kombination aus anderen Schiffen bauen. Die Schiffe kosten, wie gesagt, alle unterschiedlich viel. Für einen könnte ich mir dann auch zum Beispiel einen weiteren von diesen Destroyern bauen. Fleet Limit 3 hier im Moment. Das heißt, mehr große Schiffe darf ich nicht bauen. Die Fighter zählen nicht ins Fleet Limit. Da darf ich also beliebig viele, solange ich sie auf irgendwelchen Transportern oder Space Dogs unterbringen kann. Von den Ground Forces darf ich auch beliebig viele, solange sie auf einem Planeten stehen. Oder 6, wenn sie auf einem Transporter untergebracht sind. Das wäre das Produzieren. Wenn ich in einem System mehr Space Dogs habe, ja, ich habe hier zum Beispiel 2 Planeten, hätte ich den hier zum Beispiel auch besetzt. Ich stelle einfach mal ganz dreist eine Flagge drauf. Den habe ich jetzt irgendwann besetzt und habe da irgendwann vorher, das ist wichtig, ich muss vorher das Space Dock schon haben, hätte ich in dieser Runde dieses System aktiviert, ja, ich lege hier also meinen Marker rein, dann darf ich die Werte zusammenzählen. Das heißt, der Planet hier hätte 2, der hier hätte 3 Ressourcenwert, plus 2 sind 4, 6, 9. Das heißt, ich habe hier ein Produktionslimit von 9. Ja, das ist natürlich schon gewaltig. Das heißt, ich darf 9 Schiffe in dieser Runde hier bauen. Natürlich auch hier die Voraussetzung, oder ich darf 9 Einheiten bauen, also es dürfen ja auch Ground Units sein. Natürlich auch hier dann zu beachten, dass ich Fleet Limit einhalte und halt die maximale Anzahl an Fightern, die ich unterhalten darf, dort einhalte. Ansonsten lohnen sich Systeme, es lohnt sich ein System zu bauen, wo man viele Space Dogs auf den Planeten hat. Pro Planet darf natürlich nur 1 Space Dog da sein. Das heißt, maximal kann ich in den Dreier-Systemen, da gibt es ein paar von, dann 3 Space Dogs gebaut haben, die dann alleine schon die Space Dogs eine Produktionskapazität von 6 hätten, plus die Ressourcenwerte der Planeten, die dort angebracht sind. Also da kann ich aus einzelnen Systemen schon massiv Schiffe rausbringen, Solange ich es mir leisten kann, sie dort abzustellen. Das heißt, solange ich mein Fleet Limit dort anhalten kann. Genau. Das ist immer wieder wichtig. Wenn ich das irgendwann mal überreiße, ja, dann ist halt schlecht. Dann muss ich Schiffe wegwerfen. Quasi. Verschrotten, sozusagen. Genau. Das war die Produktion. Das war die Produktion. Achso, es gibt noch eine weitere Möglichkeit zu produzieren. Nämlich nicht nur, wenn ich eine Tactical Action mache oder eine Transfer Action und ein System aktiviere, sondern es gibt auch die Möglichkeit, das über Produktionskarte. Ob ich in einem System dann nochmal produzieren darf oder das nochmal aktivieren darf. Das ist Imperial, ne? Die Second. Spend one Command Counter to immediately build units. Genau. Ja, mit der Secondary von Nummer 8 Imperial. Genau. Da kann ich ein bereits aktiviertes System. Genau, darf ich dann nochmal bauen. Wenn ich hier noch Ressourcen überhaupt habe. Richtig. Aber ich weiß ja, die Karte muss irgendwann kommen. Sie muss irgendwann gespielt werden, wenn sie ausgewählt wurde. Also das heißt, vielleicht kann ich mir dafür speziell dann Ressourcen sogar zurückhalten. So oder es. Halt in dem System dann schon mal bauen, weil ich weiß, ich kann das später nochmal bauen. Ja, so viel zur Produktion. Genau.
So, wenn jetzt zwei Schiffe von unterschiedlichen Fraktionen, ich nehme jetzt mal hier den Dreadnought und fliege einfach mal, oder wir nehmen die mal hier rüber, einfach sich in einem System treffen, sagen wir mal so, kommt es unweigerlich zum Kampf. Da gibt es überhaupt keine diplomatischen Regeln. Es wird gekämpft und es wird gekämpft, bis nur noch eine Fraktion in diesem System übrig ist. Das kann natürlich durch Zerstörung der einen Fraktion passieren oder auch durch Rückzug der anderen Fraktion. So, wie funktioniert das Ganze? Also in der ersten Phase des Kampfes werden Rückzüge angesagt. Also zuerst kann der Attacker sich überlegen, ich will mich zurückziehen, oder auch der Defender. Es wird aber nur angesagt. Es wird auf jeden Fall dann noch gekämpft. So, beim Kämpfen ist es ganz einfach. Ich habe hier mal eine Tafel, und zwar das Shark Kingdom. Die haben einen Kampfwert. Man sieht das hier, also hier unten die Schiffe. Moment. Haben einen Kampfwert. Zum Beispiel der Dreadnought, mit dem ich da jetzt reingeflogen bin, hat einen Battlewert von 5. Das bedeutet, ich muss mit einem W10 eine 5 oder mehr würfeln und hatte dann einen Treffer verursacht. So, das wäre jetzt hier eine 1, hätte der Dreadnought in die Luft geschossen und alles, tja, wäre nicht so erfolgreich. Jetzt schauen wir mal, wie sich hier der... Das mache ich mal. Genau. Das ist eine 7. Das ist ein Cruiser, der hat einen Kampfwert von 7. Das heißt, ich hätte ich muss auf meinen eigenen Wert, den muss ich erreichen, den muss ich treffen. Ich hätte also hier einen Treffer jetzt erzielt. Einen Treffer erzielt. Der Kampf läuft gleichzeitig, das heißt, beide Schiffe schießen quasi gleichzeitig. Genau. Zuerst, also praktisch beim Festlegen der Treffer oder beim Auswerten der Treffer ist zuerst der Attacker dran und danach der Verteidiger. Nun ist es so, normalerweise haben Schiffe einen Punkt und wäre da jetzt auch ein Carrier oder wäre da auch ein Cruiser, wäre der weg. Der Dreadnought hingegen, der hat Sustained Damage, das heißt, er hält einen Schuss mehr aus. Das heißt, jetzt muss man sich merken, oder in der Regel macht man das dann. Oder man legt sie einfach auf die Seite, genau. Der ist angeschlagen, kassiert er noch einen Treffer, ist er weg. Genau, Kampf geht jetzt weiter, das heißt, jetzt würfeln wieder beide gleichzeitig und vergleichen dann, was wir haben. Bei zwei Schiffen ist das natürlich recht überschaubar, aber solche Kämpfe können halt auch gut mal mit 10 Schiffen, je nachdem, wie viel man da drin hat, stattfinden. Und da muss man halt entsprechend würfeln und schauen, dass man die Schiffe, die gleiche Zielwerte haben, vielleicht gemeinsam würfelt. Genau, da muss man halt die Buchführung am besten so machen, dass es für einen am besten, am übersichtlichsten ist. Wie gesagt, der Kampf passiert gleichzeitig, das heißt, beide Fraktionen schießen gleichzeitig. Bis jemand tatsächlich sich zurückzieht. Genau, bis jemand zurückzieht oder eine Fraktion halt dort ausgelöscht ist. Genau. Zurückziehen würde immer nach einer Kampfrunde stattfinden und muss zwingend stattfinden in ein System, das vorher von dem sich zurückziehenden Spieler aktiviert ist. Hat er kein System um sich herum, das vorher aktiviert wurde, kann er sich nicht zurückziehen. Da muss er wirklich zwingend dort kämpfen. Genau. Es gibt einige Fähigkeiten, die noch vor dem Kampf aktiviert werden, jetzt bei diesen beiden Schiffen nicht. Aber zum Beispiel hätten wir so ein Schiff hier noch mit drin, ein Destroyer, und hätte der andere vielleicht, ich klaue mir mal bei dir, einen Transporter und Fighter sind hier. Zwei Fighter, so. Dann könnte der Destroyer vorher noch seine Anti-Fighter-Barrage auspacken und bereits vor dem Kampf einzelne Fighter abschießen. Das funktioniert aber dann genauso. Ich würfel und wenn ich mein Zielwert erreiche, dann sind die Fighter weg. Die dürfen in dem Fall nicht zurückschießen, weil es vor dem Kampf abläuft. Wenn jetzt nichts passiert ist, dann würde dann der Kampf halt so entsprechend ablaufen, wie wir es eben gesehen haben. Wie gesagt, es geht so lange weiter, bis nichts mehr übrig ist. Es empfiehlt sich immer, wenn man große Schiffe mit im Kampf hat, dass man auch mal so einen Transporter mit ein paar Fightern dabei hat. Einfach damit man Futter hat. Fighter sind billig und man selbst darf aussuchen, welche Einheiten getroffen werden. Das heißt, ich hätte jetzt vielleicht nicht ausgesucht, dass der getroffen wird. Oder vielleicht, wenn es ein zweiter Treffer auftritt, ja, dann geht halt einer der Fighter und nicht gerade das große, teure Kampfschiff, was halt sonst einfach wertvoller wäre. Genau. Ja, das ganz grob die Kämpfe. Es gibt Einheiten, die sind halt noch ein Stück weit mächtiger. Ich stelle mal eine Warsan dazu, weil die ist dann wirklich im Kampf beeindruckend. Läuft im Grunde genauso, nur dass ich drei Würfel würfel. Ja, und die Warsan, da muss ich auch nur eine 3 würfeln. Also ich würfel 3 Würfel, muss nur eine 3 erreichen. Das mache ich gerade mal einfach spaßeshalber. Ja. Zwei Treffer. Zwei Treffer. Hätte also so ein Dreadnought mal eben aus dem All gepustet. Genau.
Wobei natürlich jetzt der blaue Spieler entscheiden dürfte, die Treffer auf die, sie aufteilt, ja, auf die Fighter zu nehmen. Und dann würde der Dreadlord gerettet. Aber so wird der Kampf dann ablaufen. Und wie gesagt, so lange, bis eine Seite komplett vom Feld gefegt ist oder geflohen. Genau. Der Rückzug, falls einer angesagt wurde am Anfang, würde dann nach dem nach diesem Kampfdurchlauf stattfinden. Mhm. Das heißt, wenn jetzt der Angreifer vorher gesagt hätte, ah, ich will mich jetzt gleich zurückziehen, dann wird gekämpft. Sich dann zurückziehen. Und danach würde der Rest, der übrig ist, sich zurückziehen. Ganz gut. So, nach dem Space Battle, den wir gerade gemacht haben, ich habe jetzt einfach mal ein paar Einheiten dazugestellt, damit wir gleich den Ground Battle erklären können. Jetzt habe ich nämlich die Option, die Möglichkeit, auf dem Planeten zu landen und den Planeten anzugreifen. Das heißt, ich muss vorher alle gegnerischen Einheiten besiegt haben und dann kann ich auf diesem Planeten landen, wenn ich das will. Dann stellen wir noch so einen dazu. Das Ganze läuft dann so, dass ich zunächst mal ein Bombardment machen kann. Das heißt, meine größten Schiffe, die Dreadnoughts und die Warsons, wenn ich da einer hätte, darf jetzt den Planeten bombardieren. Das heißt, ich darf einen Angriffswürfel quasi würfeln, ganz normal wie auch im Space Battle. Und wenn ich meinen Angriffswert erreiche, dann wäre diese Bodeneinheit dann direkt besiegt. Ist das nicht so, also wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann müsste ich in den Bodenkampf gehen und könnte dann mit meinen Einheiten versuchen, da zu landen. Auch dann läuft es ganz genauso technisch wie beim Space Battle. Das heißt, man würfelt gleichzeitig. Hier dürfte Blau mit einer Bodeneinheit und Orange mit zwei Bodeneinheiten würfeln, also mit zwei Würfeln und Blau mit einem. Und wenn Blau letztendlich hier besiegt würde, würde der Planet in den Besitz des Gegners übergehen. So, dann dürfte hier seinen Marker drauflegen. Und dann würde auch die Planetenkarte den Besitzer wechseln. Und der Planet geht dann allerdings exhausted, das heißt verbraucht an den Gegner. Der kann also die Ressourcen dieses Planeten diese Runde nicht mehr nutzen, aber hätte dann halt in der kommenden Runde diesen Planet zu seiner Verfügung. Ja, das ist letztendlich der Kampf. Und ja, man sieht daran halt an dem Kampf gut irgendwie, das ist so eins, ist schön thematisch, dass man dann den nicht sofort nehmen kann. Und man gewinnt das Spiel nicht dadurch. Also man kriegt zwar einen Planeten, man kriegt ein paar neue Ressourcen ab der nächsten Runde, die man nutzen kann und vielleicht auch ein bisschen Einfluss. Aber es gibt keine Siegpunkte. Genau. Ich habe nicht einen Siegpunkt dafür bekommen. Nicht einen einzigen. Das heißt, das würde ich natürlich, ich würde so einen Kampf natürlich nur machen, wenn ich mir davon verspreche, auch einen Vorteil zu haben. Das heißt, entweder eine strategisch günstige Position, hier so direkt angrenzend zu dem Gegner, das kann halt schon was sein. Oder der Ressourcenwert ist besonders gut. Oder der hat einen technologischen Vorteil, den ich dringend brauche, zum Beispiel auch, um ein Objective dann machen zu können. Aber alleine des Kämpfens willen bekomme ich keine Siegpunkte. Das heißt, ich muss immer irgendwo einen Sinn daran haben, das zu tun. Vielleicht auch, um den Gegner einzubremsen, weil ich sehe, dass er zu weit vorauseilt, dass er zu stark wird. Dann könnte ich auch entscheiden, da gehe ich mal lieber dazwischen, ehe der davonzieht. Ja? Und das könnte auch ein Grund sein, warum man einen Planeten angreift. Dazu kommt, ich kann auch das Heimatsystem eines anderen angreifen. Also ich kann auch das System hier aktivieren und dort hineinfliegen und dort einen Angriff machen. Solange mein Gegner sein Heimatsystem nicht unter Kontrolle hat, das heißt, solange er nicht seine eigenen Einheiten da hat, kann er keine Siegpunkte mehr machen. Das heißt, er kann nur dann Objectives erfüllen, wenn er Kontrolle über sein Heimatsystem hat. Das ist also entscheidend. Das heißt, das wäre ein Grund zum Beispiel, wenn ich sehe, oh, einer hat schon 9 Siegpunkte. Wie verhindere ich denn jetzt, dass er gleich sein Objective da dicht macht und das Spiel beendet und gewinnt? Ja, indem ich ihm einfach mal in sein Heimatsystem fliege. Einfach mal ist dann wahrscheinlich mal einfach gesagt. Zu dem Prozentpunkt. Aber trotzdem ist es eine böse Kleinigkeit, die man auch leicht mal übersieht oder vergisst im Hinterkopf. Vielleicht. Also ich brauche immer Kontrolle über mein Heimatsystem, damit ich überhaupt ein Objective angehen kann. Und deswegen ist Angriff oftmals auch eine Option, einfach um jemanden da zu stoppen und ihm da halt einfach den Sieg dann zu nehmen. Das kostet in der Regel aber viele Ressourcen, die man vielleicht selbst an anderer Stelle auch gerne anders genutzt hätte. Ja, das ist immer, also nur zum Verhindern ist nicht die ideale Option. Idealerweise springt für mich natürlich immer noch irgendwas dabei raus. Also ich muss irgendwo einen Sinn haben, einen solchen Angriff zu machen. Ansonsten ist das sinnfrei. Ja, das war Kampf. Das war Kampf.
So, Technologie, ganz großes Thema in dem Spiel. Und zwar gibt es einen wunderschönen Tech-Tree hier, also in der Regel. Ich hoffe, man sieht ihn so einigermaßen. Na, ist schwer. Sieht man ihn so? Ich glaube, so ist er ganz gut zu sehen. Es gibt vier Arten von Technologie. Sieht man hier an den Farben. Rot, Gelb, Blau und Grün. Wobei Rot eher Kampf ist. Und Grün eher so auf diese Bio- und Genschiene geht. Gelb ist Technik, also rein, also was ja Mechanik, ne? Mechanik würde ich sagen. Da sind diese Savin Tools, Microtechnology und Blau. Das ist natürlich alles, was irgendwie mit Transport und mit Fortbewegung genau. Im weitesten Sinne zu tun hat. Genau. Und man sieht hier sehr schön auf dieser Grafik, also wie das vernetzt ist, das Ganze. Ne? Also wie zum Beispiel der Hyla 5 Laser, Assault Laser. Wenn ich eine Deep Space kennen habe, ist der zwingend. Haben will, ist der zwingend. So, wenn ich jetzt aber das Gravitation Laser System haben will, brauche ich die Deep Space kennen. Und da sehe ich schon mal, dass das Ganze überlappend ist. Also diese einzelnen Technikbereiche, die hier farblich unterteilt sind, sind nicht voneinander abgeschlossen. Also es kann sehr gut sein, dass ich ein oder auch zwei Technologien aus anderen Bereichen brauche, um überhaupt was in dem dritten Bereich erforschen zu können. Zumindest das, was ich will. Ich nehme den jetzt mal eben hier weg. Was eben auch ganz wichtig ist, finde ich, bei den Technologien, man muss sich relativ vorher überlegen, in welche Richtung man geht, bevor man sich da irgendwo verrennt. Und auch hier gilt, allein über Technologien gewinnt man das Ding nicht. Nein. Das heißt, wenn ich natürlich ist es schön, wenn man die gesamten Tech-Tree nachher da vor sich liegen hat und alle Handlungsoptionen hat, aber damit hat man auch keine Siegpunkte. Das heißt, man muss auch sehen, dass man damit was anfangen kann. So ist es. Zum Beispiel den Type 4 Drive, das ist eine tolle Technologie, der macht meine Cruiser und Dreadnoughts einfach um einen schneller, das ist ein extremer Vorteil. Das ist super. Aber der liegt auch ziemlich, ziemlich tief in dem Tech-Tree und da muss man erstmal hinkommen. Einige Völker haben es da einfacher, weil die einfach die Vorbedingungen dafür schon eher erfüllen. Aber andere haben da einen ganz schönen weiten Weg dahin. Und das heißt, ich muss mir vorüberlegen, lohnt das wirklich oder nicht? Das ist im Endeffekt die Sache. Und ich muss auch schauen, ich kann, wir haben es schon mal erwähnt, es gibt Planeten, die mir Vorteile bringen bei der Technologieerforschung. Die Technologiestrategiekarte erlaubt mir ja, eine beliebige Technologie zu erforschen, deren Vorbedingungen ich erfülle. Als Secondary Ability dabei, das heißt, alle anderen können sich das dann kaufen. Das Kaufen ist recht teuer, das kostet dann 8 Ressourcenpunkte, die ich natürlich auch an anderer Stelle vielleicht eher einsetzen wollen würde, zum Produzieren oder ähnliches. Es kostet 8 Punkte. Wird aber für jede der Technologie-Spezialisierungen, die meine Planeten haben, in der entsprechenden Farbe günstiger. Das heißt, möchte ich eine blaue Technologie erforschen und habe 2 Planeten, die einen blauen Vorteil haben. Also ich nehme einen raus hier. Ja, hier unten, da sieht man, da ist ein blaues Icon in der Ecke. Das heißt, wenn ich diesen Planeten hier kontrolliere, dann wird das Ganze für mich um einen günstiger. Das heißt, dann ist es lohnt natürlich, auch über die Secondary Ability so eine Technologie dann anzugehen und zu erforschen. Dann zahle ich nur 7. Hätte ich sogar 2 von diesen Planeten mit diesem blauen Marker, dann wäre es sogar um 2 günstiger. Also man sieht, da muss man sehr genau drauf gucken, welche Optionen habe ich, was kann ich überhaupt tun und wo will ich auf diesem Tech-Tree überhaupt hin? Lohnt es, die stärksten Waffen zu erforschen? Lohnt es, eine Warzone zu erforschen, wenn ich da vorher erstmal die Deep Space Cannon haben muss als Vorbedingung, die ich vielleicht sonst gar nicht haben will? Sicherlich viele Technologien, die ich erforschen kann, als Vorbedingung, sind an sich auch schon sinnvoll. Aber manche Dinge würde ich dann halt nur mitnehmen, um irgendwie zu einer hochwertigen Technologie zu kommen. Also ich muss immer sehen, dass ich den Weg finde, möglichst viel von dem, was ich erforsche, auch wirklich nutzen zu können. Und dass es mir wirklich irgendwas bringt. Das ist eigentlich immer Kern dieses Spiels. Ich muss immer sehen, dass ich dafür auch einen Nutzen habe, dass es mich nach vorne bringt. Alles abwägen hier. Und aber was man so sieht, ist also ganz schön die Verzahnung. Also wie sich das verzahnen kann, das Ganze. Also jeder Schritt alleine bringt mir keinen Siegpunkt, aber vieles gut geplant zusammen erfüllt meine Ziele auf Dauer. So und es gibt auch Objectives, die zum Beispiel sagen, ich muss 5 Technologien erforscht haben. Ja, also auch da kann es einfach sinnvoll sein, Technologien, die ich einfach erreichen kann, einfach zu erforschen, zu machen, um eben dieses Objective zu bekommen. Aber das auch, wie gesagt, auch das ist dann halt, da ist dann der Sinn, dass ich zu diesen Siegpunkten letztendlich komme.
Genau. Ja, Technologie. Ja, haben wir noch eine mögliche Aktion, nämlich wenn Politikkarte gespielt wird, durch die Political Strategie, dann zieht man eine Political Card und dann wird abgestimmt, in der Regel, wie das Ganze ausgehen soll. Es gibt unterschiedliche Agenten, Agendas, die da gespielt werden können. Da gibt es zum Beispiel Laws. Ein Law ist etwas, was dann für das gesamte restliche Spiel gilt. Das heißt, das verändert dann die Regeln des Spiels bis zum Ende. Und es gibt eine Agenda, die direkt eintritt, die nur für diese Runde gilt. Da steht dann jeweils drauf, ob es ein Law ist oder nicht. Ein paar Beispiele. Wir haben hier zum Beispiel Aggressive Strategy. Bedeutet, es wird abgestimmt. Wenn man für diese Aggressive Strategy stimmt, dann wird in diesem Fall dürfte sofort jeder die Secondary Ability seiner eigenen Strategy Card ausspielen. Und das ist dann die Fähigkeit hier. Mhm. Und muss dafür nichts ausgeben. Also muss keine Strategic Allocation dafür ausgeben und spielt sofort die Secondary Ability seiner Karte. Wenn dagegen gestimmt wird, das heißt, wenn man sich einig ist, nein, das wollen wir nicht, dann würde hier zum Beispiel No Player may execute the Secondary Ability, also dann dürfte keiner mehr die Secondary Ability der Strategy Card ausspielen, bis zum Ende dieser Runde. Genau. Ist natürlich ganz interessant, wenn ich weiß, der andere will vielleicht noch produzieren und will dafür die Secondary Ability nutzen, dann versuche ich natürlich sowas durchzudrücken. Das heißt, ich versuche dann für diese Abstimmung für mich zu gewinnen. Andere Sachen, da werden hier zum Beispiel ein Law, Holy Planet of Ixt, ein Law, das bedeutet, ich wähle einen Planeten und dieser Planet darf bis zum Ende des Spiels nicht mehr produzieren. Das heißt, dieser Planet ist tot. Ist tot. Kampfansage. Genau. Ich darf keine Heimatsysteme damit belegen, aber ich darf zum Beispiel das Hauptproduktionssystem meines Gegners natürlich schon dafür nominieren. Und er dürfte natürlich dann sagen, nein, ich nominiere ein anderes System. Aber wenn sich alle anderen Spieler einig sind, dann könnte das schon übel ausgehen. Ja. Wie wir dann zum Abstimmen kommen, das erzählen wir gleich. Vielleicht noch ein anderes Beispiel. Closing of the Wormholes. Die Wurmlöcher werden geschlossen. Wenn ich dafür stimme, darf sich keine Flotte mehr durch Wurmlöcher bewegen. Bis zum Ende des Spiels. Bis zum Ende des Spiels. Um die Runde. Ja, genau. Ich habe im Eingangs ja erwähnt, dass wir mal eine ganz legendäre Sache hatten, wo da ein Spieler eigentlich darauf angewiesen war, diese Routen zu nutzen. Und dann wurde dafür gestimmt und die Wurmlöcher wurden geschlossen. Wenn dagegen gestimmt wird, dann hat es einen anderen Effekt. Dann muss der nur jeweils ein Schiff der Flotte quasi aufgeben. Das ist also relativ harmlos dann. Also es passiert immer was für dagegen. Teilweise wird die Karte nur abgelegt, aber teilweise sind es halt auch massive Dinge. Ja. Und in diesem Fall würde halt dann als Law, das heißt von da an, sind die Wurmlöcher nicht mehr zu benutzen. Ein letztes Beispiel hier noch. Subsized Studies. Da muss man eine Technologiefarbe auswählen. Und für den Verlauf des restlichen Spieles würde die Farbe, die dann gewählt wird, dann um zwei teurer werden, wenn man sie, wenn diese Technologie dann erforschen will. Genau. Oder eine andere günstiger, glaube ich, war bei der Karte so. Ne? Ich schaue mal gerade, the cost of all technologies of the elected color decreases by 3. Richtig. Das heißt, man wählt eine Farbe, die wird um 3 günstiger so rum. Und alle anderen werden teurer. Oder alle anderen werden um 2 teurer. Das heißt, dort wird eine Technologie also deutlich hervorgehoben. Auch das ist natürlich strategisch extrem wichtig. Ja. Wenn ich weiß, ein anderer ist darauf angewiesen, blaue Technologien zu erforschen, versuche ich natürlich, die für ihn teuer zu machen und andere Technologien für mich vielleicht dann günstiger. So das eigentliche Abstimmen für solche Agendas, wie funktioniert das? Wir haben es schon mehrfach gesehen, wir exhausten die Planeten, um die Ressourcen zu nutzen. Jeder Planet, der jetzt in dieser Phase noch nicht exhausted ist, kann abstimmen. Das heißt, der Wert, der rechts unten zu sehen ist, ich halte das mal hier wieder in die Kamera, der Wert, der rechts unten zu sehen ist, hier die 2 in diesem Kreuz, das wäre dann der Wert, den dieser Planet an Einfluss mir bringt. Jetzt hätte ich hier zum Beispiel zwei Planeten, die noch nicht exhausted sind und die überhaupt einen Einflusswert haben, der Herd 0.
der hat 2, der hat 2. Das heißt, ich hätte hier einen Einfluss von 4. Das heißt, mit 4 Stimmen würde ich im Konzil dann für oder gegen eine bestimmte Agenda stimmen oder für einen bestimmten Planeten oder je nachdem, was da halt gewählt wird. Und die anderen würden halt das Gleiche machen. Das heißt, die würden auch sehen, dass sie ihre Influence-Werte dort einbringen, um zum Beispiel zu verhindern, dass ich da eine Agenda durchbringe. Das heißt, ich selbst spiele die Political-Karte natürlich dann, wenn ich weiß, die anderen haben jetzt ihre Planeten schon so weit erschöpft, dass sie da gar nicht mehr viel machen können. Und ich selbst habe noch die Fähigkeit, was durchzudrücken. Oder aber ich stimme mich mit anderen Spielern ab und sage, pass auf, wir müssen unbedingt den Kollegen da drüben stoppen. Und deswegen müssen wir jetzt die Wurmlöcher dicht machen. Ja? Und lass uns mal, obwohl wir eigentlich sonst verfeindet sind, trotzdem für das Gleiche stimmen. Einfach damit man da was erreicht. Das heißt, das bringt massiv Interaktion zwischen den Spielern. Man kann aggressiv spielen, ohne einen Schuss abzugeben. Richtig. Das heißt, wie in der Realität, die Diplomatie ist hier extrem wichtig. Politik wird hier extrem dadurch nach vorne gebracht. Wie gesagt, das ist eine komplett weitere Ebene, die in das Spiel reingebracht wird. Die wirklich das Spiel, die Regeln ändert. Die Regeln komplett um 180 Grad drehen kann. Genau. Ohne aber die Balance aus dem Gleichgewicht zu bringen. Aber es ist halt... Das ist halt der epische Teil. Das ist Teil der Geschichte, die erzählt wird hier. Also gefühlt kann es natürlich schon die Balance massiv beeinflussen. Wenn man selbst halt gerade irgendwas versucht umzusetzen und es dann und dann einem so eine blöde Agenda da reingedrückt wird, die man überhaupt nicht völlig gegen das läuft, was man machen wollte. Das ist eben. Aber man kann es ja verhindern, wenn man genug Einfluss hatte. Genau, man kann ja was dagegen tun, theoretisch. Ja. Es gibt also einen Planeten, der natürlich ideal ist, wenn man politische Abstimmung gewinnen will. Ich halte ihn gerade mal hoch. Megatol Rex hat nämlich einen Influence-Wert von 6. Das heißt, damit gewinnt man eine ganze Menge Abstimmung, weil der hat nur einen Ressourcenwert von 1. Das heißt, den werde ich auch wirklich eher selten dazu nutzen, um darauf zu produzieren. Den nutze ich halt einfach, um politische Geschichten durchzubringen. Wobei es aber für meinen eine Political Card gibt, nämlich Labor Force Politics. Ja. Die dreht die Werte um. Ja. Auch eine schöne Sache, damit hätte Mercator Rex einen Einflusswert von 1, dafür mehr Produktionswert, aber wird wahrscheinlich dem Besitzer von Mercator Rex bei der nächsten Abstimmung egal sein. Ja. Also es sind super viele politische Karten hier drin, super viele Optionen, die dadurch aufgemacht werden, für die ich stimmen kann, gegen die ich stimmen kann und die das Spiel einfach mal nochmal deutlich bereichern, weil man einfach eine Ebene reinbekommt, die komplett unabhängig eigentlich ist von dem, was man so an Kampf und an Eroberung hier macht. Man hat diese politische Ebene und versucht halt darüber auch bestimmte Dinge zu steuern. Und man muss halt wirklich auch strategisch darauf achten, dass man seine Ressourcen so einteilt, dass man eine politische Abstimmung auch noch überleben kann, wenn die doof gegen einen läuft. Ja? Eben, man weiß ja nicht, was da kommt. Ja, also sehr schöner Mechanismus hier mit den politischen Karten. Ist wie gesagt eine der Aktionen, die ich über die Strategy Action hier ausführen kann. Ja, die dritte und letzte Phase ist die Statusphase. In der Statusphase letztendlich auch die einzige Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Zu einem anderen Zeitpunkt im Spiel kann man es nicht. Denn hier wird zuerst, man geht verschiedene Punkte durch. Es ist im Grunde Bookkeeping, Refreshen. Wir können das ja mal kurz erläutern. Man geht zuerst durch die Objectives. Kann ich ein Objective claimen in dieser Runde? Also ich darf mal eins von den Public wenn ich das kann, genau. Also wenn da mehrere ausliegen würden, könnte ich mir halt eins davon aussuchen, was ich gerade erfüllen kann. Von daher ist Timing auch wichtig. Also ich darf wirklich nicht sagen, ich mache jetzt alle drei, die da liegen, geht nicht. Ne? Ich muss in dem Moment, wo ich das claime, das jetzt auch dann erfüllen können. Also ich muss jetzt zum Beispiel, wenn dann zum Beispiel ein Public Objective sagt, ich muss Mercator Rex besetzt haben, dann muss ich das jetzt in diesem Moment haben. Und wenn ich drei Sachen oder zwei Sachen gleichzeitig erfüllen kann, das nützt mir nichts. Das nützt mir wirklich nichts. Ein einziges. Was ich da zusätzlich erledigen kann, ist mein Secret Objective. Genau. Das also, geht. Wenn ich hier zum Beispiel, das war natürlich überdeckt, wenn ich jetzt zum Beispiel vier Planeten mit demselben Technologie, derselben Technologiespezialisierung hätte, dann könnte ich auch noch sagen, so hier, das klemme ich auch noch und mache nochmal zwei Siegpunkte. Genau. Das heißt, ich könnte jetzt also, wenn hier einer liegen und hier noch eine Zweier, könnte ich also drei Siegpunkte in einer Runde erzeugen. Es gibt hier später noch Stage, welche, die dann mehr bringen. Also dadurch kann ich, das ist die Phase letztendlich in der ich das Spiel gewinne oder nicht. Genau, sorgt aber auch dafür, dass niemand so richtig vorprescht dieses. Ne? Also es ist nicht so, dass jemand unerholbar vorne liegt. Ich sag mal, wenn jemand über lange Sicht keine Ziele erfüllt, liegt es nicht
Ja. Liegt wahrscheinlich an ihm selbst. Oder? Ja, das stimmt. Das ist so. Na, das ist die Sache. Dann gibt es natürlich einen Victory-Check. Also, aber der Victory-Check ganz einfach. Hat jemand 10 Punkte? Ja oder nein? Sind wir fertig? Ja oder nein? Ja. Das ist es eben. Ne? Ein repariert seine Schiffe. Genau. Das heißt, ne? Jedes Schiff, was irgendwie Sustained Damage, was vorher Schaden bekommen hat, jetzt dreht sich es nicht so. Jetzt dreht sich das würde ich zurück. Jetzt dann wieder zurückdrehen. Ist wieder repariert. Genau. Planeten werden refreshed, also praktisch alle Planeten, die auf die Seite gedreht wurden, werden wieder ganz normal gelegt, sodass ich vollen Zugriff auf alle Ressourcen und alle alle Ressourcen und alle Influence-Punkte habe in der nächsten Runde. Ich bekomme eine Action-Card und zwei Command-Counter. Das ist eine sehr wichtige Geschichte. Action-Cards bringen nochmal Pep rein in die ganze Geschichte. Sind im Grunde so kleine, ja, man kann einfach eine Aktion aufpeppen, man kann eventuell auch jemandem schaden, man kann, es kann sein, dass es einfach was bringt. Das wäre gerade ein gutes Beispiel gezogen. Das ist Minenleger hier. Das heißt, ich kann ein System aussuchen, in dem sich eine meiner Flotten befindet. Und jede Cruiser in dem System bekommt automatisch, von einem fremden Spieler, jeder Cruiser in dem System bekommt automatisch einen Angriffs- oder einen Schaden, einen Angriffswürfel. Mhm. Ja. Wird automatisch, also einige sind im Kampf zu nutzen, andere Sabotage zum Beispiel unterbricht andere Aktionskarten, das heißt, da kann ich sagen, ich sabotiere die Aktion, spiele da meine Action-Card aus, um halt irgendwas zu vermeiden. Also da sind wirklich eine ganze Menge Sachen drin. Ich kann damit Trade Agreements zum Beispiel brechen und so weiter. Also es gibt eine ganze Menge hinterhältige Dinge, die man damit tun kann. Und es gibt auch kein Handlimit, ne? Also man kann die wirklich aufbewahren, glaube ich. Da bin ich mir nicht sicher. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Gut, also Action Card. Dann bekommt man zwei Command Counter. Zwei Command Counter. Das heißt, ganz von denen, die ich ausgegeben habe, die bekomme ich dann zurück. Und ich kann von denen, die ich hier habe, dann zuordnen, wie viele ich wo zuordnen will. Das heißt, ich kann mein Fleet Limit hier zum Beispiel dann mal auf 4 stellen. Ich möchte nur zwei Systeme aktivieren, deswegen packe ich nur zwei in den Command Pool. Und ich weiß, dass ich dreimal zum Beispiel jetzt eine Secondary Ability nutzen will, deswegen will ich hier 3 reinpacken. Ich darf das aber auch beliebig anders machen. Also ich dürfte auch zum Beispiel nur einen ins Fleet Limit packen, was dann eventuell bedeutet, dass ich Schiffe vernichte. Ja. Also weil ich darf zu keinem Zeitpunkt mehr Schiffe in einem Bereich haben, als ich Fleet Limit habe. Also, also ich würde immer sehen, dass ich dann möglichst mindestens das erfülle, was ich irgendwo habe, um meine Schiffe nicht zu verlieren. Genau. So, das ist eigentlich der Weg, wie ich nachher meine Command-Token zurückbekomme. Heißt es aber auch, dass wenn ich mehr als 2 ausgebe, ja, hier liegen jetzt zum Beispiel 3 für Strategic Allocations und 2 für Command Pool, dann würde ich 5 ausgeben können in dieser Runde, bekäme aber nur 2 wieder. Ja. Wenn ich dann nicht gerade die Logistikkarte ziehe, dreht man ganz schön lange rum dann, am anderen Bereich. Das so, ne? Also es ist ein sehr, sehr, braucht viel Fingerspitzengefühl, dieses Mensch mit den Tokens, finde ich. Also das, da hat man sich schnell 1-2 Runden lang ins Aus manövriert. Ja. Das geht schnell. Zum Schluss gibt man dann die Strategiekarten, die man ja vorher hatte, wieder zurück. Ja. Genau. Und da dann, keiner gewonnen hat, ne? Genau, dann geht es von vorne wieder los. Dann geht es wieder mit der nächsten Strategiephase los. Ja, das war es tatsächlich schon an Regeln. Das war's schon. Das war's schon. Das war's schon. Wir sehen uns gleich wieder zum Fazit. Und ja. Ich hoffe, ihr verdaut das erstmal bis dahin. Alles klar. Ja, wie gesagt, das war's schon mit Twilight Imperium Grundspiel. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. Ist natürlich eine ganze Menge und wir haben auch so 1-2 Optionen nicht drin gehabt. Was wir nochmal schnell nachreichen müssen, die Actionkarten. 7. Handlimit 7. Handlimit 7. Du hast zu viel Isabel Tribe gespielt, die haben kein Handlimit, alle anderen haben Handlimit von 7. Wahrscheinlich liegt es daran. Ja, wahrscheinlich. Das könnte der Grund gewesen sein. Ja, mögen wir das Spiel, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Verdammt gerne mögen wir das Spiel. Man spielt zu wenig. Und da kommen wir zum ersten Kritikpunkt. Das ist, was heißt Kritikpunkt? Das ist halt episch, erzählt eine riesige Geschichte und es dauert lange. Das dauert ist eben das. Man muss und man braucht wirklich eine bestimmte Menge Leute dafür. Ja. Also, es reicht nicht, wenn 2 Leute sagen, ich habe Zeit dieses Wochenende, 10 Stunden oder mehr. Lass uns Twilight Imperium spielen. Es sollten mindestens, was meinst du, 6? 5 also Minimum. 5 Minimum. Ja. Mit ungeraden Anzahlen ist halt immer so eine Sache, weil dann kommt noch mal der dazu. Aufbau auf dem Board nicht ganz gleich ist. Mit 6 Spielern ist es super. Mit den Erweiterungen geht dann ja auch bis 8. Aber mit 6 Spielern im Grundspiel sollte man schon antreten und da braucht man auch schon ein paar Stunden. Also so 8 Stunden sollte man durchaus dafür einplanen. Wenn man noch erklären muss, vielleicht nochmal 2 Stunden mehr. Also das ist schon natürlich ein Punkt,
die Zeit muss man erstmal irgendwo dann auch finden am Stück. Und man muss auch die Leute, 6 Leute dafür zu begeistern, sich ein Wochenende da mal hinzusetzen und das zu spielen. Jeder, der es kennt, wird natürlich sagen, geil, mache ich. Aber trotzdem muss man die Zeit dafür finden. Das ist ein kleiner Negativpunkt, den man eigentlich dem Spiel nicht wirklich anlasten kann. Aber ist natürlich etwas, was man wissen muss. Ja? Ansonsten, du hast gesagt, das Spiel ist episch. Also es ist wirklich... Es erzählt einfach eine Geschichte. Ne? Genau. Es ist, man hat auch Geschichten, die man danach dann wirklich noch über Wochen hinweg erzählen kann. Weißt du noch den Kampf, den wir damals um Mechanol Rex geführt haben? Und das ist also großartig. Also das ist einfach so. Und das erzählt also die Geschichte auf so eine große Art. Da wüsste ich auch nichts Vergleichbares. Also weder nicht den Ringkrieg und nicht, also am Brettspiel jetzt, also, und auch nicht. Nee, also im Science-Fiction-Bereich auch nicht. Also ich wüsste nichts Vergleichbares, weiß ich nicht. Da ist es wirklich absolut alleinstehend, das Spiel. Dazu halt auch ein Spiel mit vielen, vielen Optionen. Es ist von den Regeln her gar nicht mal schwer. Nein, gar nicht mal. Das ist nicht so schlimm. Es gibt allerdings viele Dinge, die man beachten muss. Die Kleinigkeit, ist das Heimatsystem halt nicht besetzt von einem selbst, dann macht man keine Siegpunkte mehr, weil man keine Missionen erfüllen kann. Das sollte man wissen. Und es gibt viele Kleinigkeiten, die man sich halt da irgendwie noch merken muss und die man aber auch leicht mal vergisst. Und das macht das Ganze so ein bisschen tricky. Das heißt, gerade wenn man es länger nicht gespielt hat, muss man da erstmal wieder rankommen und reinfinden. Genau. Ansonsten viele, viele Handlungsoptionen. Gerade auch mit den optionalen Regeln, die man da zunehmen kann, wie zum Beispiel hier diese, was das Exploration dann etwas interessanter macht, dass auf dem Planeten noch was zu finden ist. Das ist eine tolle Sache. Wieder Spielwert. Aufgrund der. Ist hoch, der ist immens hoch. Also aufgrund der vielen, vielen verschiedenen Fraktionen, die man hat, allein schon. Es wiederholt sich so gut wie nichts, also von Spiel zu Spiel. Und es macht einfach. Es hat einen Aufforderungscharakter, der ist Wahnsinn. Ihr habt es gesehen, also wenn das aufgebaut ist auf dem Tisch, dann möchte man auch wirklich nichts anderes mehr machen, außer. Jetzt die nächsten paar Stunden Twilight Imperium zu spielen, das ist schön. Dazu ist die Qualität perfekt. Ja, das ist wirklich super. Es gibt nichts auszu. Perfekt ist immer so eine Sache. Natürlich sind die Rassenboards jetzt hier auch jetzt nicht super dick, so dick wie die. Aber das ist alles von der Qualität her super. Es liegen mal viele drin. Das heißt, wenn die jetzt auch noch dick wären, also das ist an sich schon groß. Eben. Ich möchte nicht, dass die nochmal doppelt so dick ist, nur um. Das ist es, das stimmt. Das ist so. Das ist es. Dann hat sich da wirklich jemand Gedanken gemacht. Also Flufftext ohne Ende. Jede Rasse hat ihre Geschichte. Das ist alles ganz, ganz großartig gemacht. Und trotzdem gibt es noch so ein paar Punkte, die ich zumindest beim Grundspiel bemängeln würde. Also die Strategiekarten. Also gerade das ist das, was mich am meisten... Imperial Nummer 8. Du hast gesagt, genau. Das nervt mich. Weil zwei Punkte für nichts. Das ist eine blöde Strategie, dadurch Punkte zu machen. Also, das machen die Erweiterungen dann deutlich wett. Also die helfen, dass das Spiel besser wird. Deutlich. Und das ist auch was ich im Grundspiel wieder anlassen würde. Ja. Durchaus. Mir wird, nachdem ich mit einer Erweiterung gespielt habe, möchte ich das Spiel nicht mehr ohne spielen. Das ist einfach. Nein, also ich würde mir, glaube ich, echt überlegen. Jetzt haben wir natürlich das Ganze über einen großen grünen Chloe gelobt hier eben. Aber auch natürlich aus dem Blickwinkel daraus, dass es eben zwei Erweiterungen gibt. Ja. So ist so. Ne? Kann man sich nicht so richtig aus dem Kopf radieren. Wenn jetzt jemand sagt, 8 Stunden spielen, nur Twilight Imperium Grundspiel. Würde ich, glaube ich, schon sagen, lieber nicht, ich bringe meine Erweiterungen mit, dann gerne. Also die Erweiterung brauche ich für dieses Spiel, ganz klar. Das ist mal eins von den Spielen, wo ich wirklich sage, bitte nur mit den Erweiterungen. Ja. Und das ist auch wieder ein Punkt natürlich, das Spiel an sich hier kostet, was nicht, 70 Euro? 70 Euro, 70, 75 Euro. Da liegen die Erweiterungen auch fast. Also um die 50, 55 liegen sie. Ja, aber im Endeffekt ein Vollpreisspiel. Ja, also die sind... Vollpreisspiel oder drüber. Das ist also, man investiert ein bisschen in das Spiel. Ja, man investiert Zeit und Geld. Wenn ich es komplett haben will, und das will ich, weil dann ist das Spiel wirklich richtig gut. Das sollte ich. Ja. Das sollte dann ich. Dann muss ich auch dafür investieren. Das Schöne ist natürlich, mit der Erweiterung nachher mit 8 Spielern spielbar, da braucht ja nur einer. Du hast es auch, ne? Ja, ich hab's auch. Ja, okay. Ich kann noch 2 dies haben. Also ein Spiel, was man braucht. Das. Ja, ein wirklich, wirklich schönes Spiel. Wie gesagt, mit dem kleinen Haken, dass es in der Grundvariante 1-2 kleine Dinge gibt, die mir fehlen. Wobei man, glaube ich, aber sagen muss, dass man dem Spiel, wenn man die Erweiterung kennt, dass man der Grundbox vielleicht auch schnell Unrecht tut, das ist immer noch ein sehr hohes Spielniveau. Absolut. Das ist immer noch. Also wir reden hier von sehr gut zu Wahnsinn. So, das ist so eher der Unterschied vom Grundspiel zu, ne,
Der Boardgame Geek 8 Punkte zu 9 Punkte, ja, oder 8,5 zu 9,5. So irgendwo da bewegt sich der Unterschied. Also es ist nicht so, dass das hier... Nein, ein gutes Spiel. Ein wirklich gutes Spiel. Richtig gutes Spiel. Richtig gutes Spiel, ja, das zu einem wahnsinnig guten Spiel wird. Aber wir machen ja noch... Genau, die Erweiterung müssen wir natürlich noch vorstellen. Mhm. Das ist ja jetzt quasi zwangsweise. Ja, jetzt können wir nicht mehr anders. Nach der Einleitung. Ja, ja, ansonsten... Schönes glaub, Spiel, ja, Top-Ausstattung. Alles gesagt. Ne? Das... kann man jetzt, glaube ich, erstmal nur so stehen lassen. Genau. Absolute Empfehlung. Und ich denke auch, wenn ihr die Erweiterung nicht kennt und das Spiel nicht gespielt habt, dann ist das hier auch völlig in Ordnung. Ne? Aber, ja, Rezensionen zu den Erweiterungen werden folgen. Alles klar. Ja, von daher, ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich bedanke mich bei dir. Ja, gern. Weil, danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, du, jederzeit. Jederzeit. Und das alleine ist schon ein ganz schönes Brett. Deswegen fand ich schön, dass wir das zusammen gemacht haben. Ja. Absolut, hat auch Spaß gemacht. Ja, mir auch, vielen Dank. Das ist gut, okay. Ja, und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wie gesagt, die Erweiterungen werden folgen und noch ganz viel mehr wird folgen. Auch von uns zusammen, denke ich, hoffe ich. Klar. Ja, und da gucken wir mal. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich über Daumen hoch und auch über Abos und Kommentare. Kommentare sind immer schön, wir reagieren gerne, gebt uns ein paar Tage. Oder ein bis zwei Tage, sage ich mal, ist so unsere durchschnittliche Reaktionszeit, wenn nichts dazwischen kommt. Von daher viel Spaß noch bei allem, was ihr vorhabt in nächster Zeit. Und ja, guckt euch ruhig mal um auf dem Kanal. Das ist eigentlich für jeden was dabei. Und dann sage ich mal tschüss bis dahin und wir sehen uns. Ne? Und tschüss. Tschüss.